So, schönen guten Morgen zu TechBrunch Nummer 6, heute mit dem Alois. Wir werden es so machen, es werden ganz sicher im Laufe des Vortrages einige Fragen kommen. Wir haben das so gelöst, wenn ihr vielleicht, oder alle die das machen wollen, zückt eure Handys und gebt bitte im Browser sly.do ein. Probiert es einmal. Und dort könnt ihr nämlich dann Fragen stellen, die werden dann da aufgelistet und am Ende vom Vortrag gehen wir dann die durch. Ja? Oder wenn es ganz dringende Fragen haben, dann versuche ich es vielleicht gleich dann einfach. Schauen wir mal. Schauen wir, genau. Ja. Aber damit wir die in deinem Fluss sozusagen nicht so sehr unterbrechen. Ja, manchmal vielleicht eh gut. Ja. Genau, die Ersten haben es schon. Oder die Erste. Also im Browser eingeben sly.do und dann kommt oben eben diese Frage und da gibt es kurz Echern, gibt es das kurz ab und dann ist links oben ist, genau, ihr gebt ein den unten den Code TechBrunch. Und so kommt sie zu der Umfrage. Genau, TechBrunch eingeben. Genau, und wenn Sie mit dem dann fertig seid, könnt ihr links oben dann auf Fragen gehen und dort könnt ihr dann eure Frage eintippen während des Vortrages, die wird dann da aufgezeigt und man kann auch auf die Fragen von anderen voten, also liken und die werden dann nach den Likes werden die gereiht und dann gehen wir es am Schluss einfach nochmal durch. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß im Vortrag. Ich bemühe mich. So, danke, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Alois Zeutl. Ich darf seit 1,5 Jahren Professor an der Johannes Kepler-Universität sein. Ich habe in einem Vortragsseminar gelernt, man soll sich im Vortrag nicht entschuldigen. Das brich ich gleich mal. Ich entschuldige mich gleich am Anfang für mein Nasen und mein Hals. Vor allem die Leute im Video. Ich hoffe, das Husten wird nicht zu laut am Mikro übertragen. So, damit haben wir mal die Regeln gebrochen. Dann, ich bin leider ein Vortragender, der gern Fragen stellt. Das heißt, die erste Frage an Sie wäre, wer von Ihnen kann programmieren? Ich hoffe demnächst. Sie hoffen demnächst, perfekt. Vielleicht können wir ein bisschen was dazu beitragen. Wer von Ihnen weiß, was eine Steuerung ist oder Industriesteuerung oder SPS? Ah, das ist schon so viel, sehr viel mehr. Dann fragen wir gleich noch, wer kennt Structured Text oder SCL? Sehr gut. Kontaktplan. Dann machen wir es ganz schlimm, AWL. Genau, danke, das ist die Reaktion, die ich haben wollte. Gut, haben wir das vorbei, da habe ich jetzt einmal so eine Grundidee, was Sie so für einen Hintergrund haben. Warum glaube ich, dass ich über Programmierung vernetzter Steuerungssysteme ein bisschen was erzählen kann? Daniel hat mir das heute meinen Lebenslauf herklatschen. Ich werde jetzt nicht das alles durchgehen. Man sieht, ich habe 2002 mein Diplom-Ingenieur an der TU Wien gemacht, das heißt, ich bin immer ganz der Jüngste. Und habe mich seit dieser Zeit oder schon in meiner Diplomarbeit damit beschäftigt, wie könnten die zukünftige Steuerungsprogrammierung ausschauen. Und da gibt es ein Thema, das nennt sich ganz spannend IEC 61499, über das werde ich heute auch sehr viel sprechen. Und seit 2015 bin ich Vorsitzender von diesem Standardisierungsgremium und darf diesen Sack Flöhe hüten und schauen, dass da Steuerungstechnik für die Zukunft ein bisschen so weitergeht. Gut, um das ganze Thema Steuerungstechnik SPS ein bisschen einzuführen, habe ich immer diese Folie für meine Studierenden und ich finde es eine sehr schöne Folie, einfach mal so eine Grundidee zu kriegen. Bei der Steuerungstechnik geht es eigentlich darum, dass wir einen technischen Prozess haben. Das könnte die
Gebäudeautomatisierung sein, zum Beispiel die Temperatur in diesem Raum, eine Maschine, ein Roboter, wie er da unten steht, eine ganze Fabrikshalle, es könnte Energieübertragung sein oder Energieerzeugung oder was wir in Linz auch sehr viel haben, es könnte eine Chemie, eine Prozessanlage, eine verfahrenstechnische Anlage sein. Und wie funktionieren die? Das ganz simpelste Prinzip ist, ich habe oben Material und Energie, die in diesen technischen Prozess reingehen und unten hätte ich gerne, dass irgendein gewünschtes Produkt rauskommt. Und das gewünschte Produkt könnte jetzt sein, dass sie dem Raum eine angenehme Temperatur hat. Da haben wir schon das Problem, dass das für Menschen subjektiv ist. Für die einen ist 18 Grad gut, für die anderen 25. Oder aus der Fabrik soll ein Auto rauskommen oder wenn das ein Logistikzentrum ist, dann soll das vielleicht ihr Amazon-Packel oder ihr Buch in das richtige Amazon-Packel rein, da, damit es dann zu Ihnen geschickt wird. Das Problem jetzt an der ganzen Geschichte ist, so ein technischer Prozess macht es leider nicht von selbst. Das wäre schön, tut aber nicht. Deswegen brauchen wir ein Steuerungssystem. Und das Steuerungssystem hat über Sensoren misst, was passiert denn da drinnen und über Aktoren interagiert es mit dem Steuerungssystem. Sensoren ist zum Beispiel für den Raum eine Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, damit er dann über die Heizelemente, über Luftfeuchte, also indem er Luft in die Klimaanlage, Wasser in die Klimaanlage blast, die Luftfeuchtigkeit zum Beispiel von der vom Raum hier regelt. Gut, dafür hat man früher viele Kabel, Elektrik, Relaisnummer. Seit ein paar Jährchen machen wir das mit Computern. Die schauen dann irgendwie so aus. Und weil das mittlerweile nicht mehr einer alleine kann, brauchen wir da ein Netzwerk dazwischen. Und das ist genau das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Ich habe viele Steuerungen, eine oder viele. Und da gibt es jetzt dann arme Menschen, so wie Sie. Ich habe da ein paar im Raum gesehen, hoffentlich auch im Video ein paar Leute, die auf YouTube folgen, die das dann programmieren und konfigurieren müssen. Und das ist eben das Thema, dass das mittlerweile immer komplizierter wird. Und was seit ein paar Jährchen dazukommt, da gibt es so Schlagwörter, die nennen sich Industrie 4.0, IoT. Jedenfalls, irgendwer will von uns Daten haben, von uns Steuerungen. Das heißt, wir haben nicht nur die Vernetzung zwischen den Steuerungen, sondern da geht irgendwo ein Kabel, das geht dann zu einem Server, das geht zu einem Edge-Device, das geht zu, ja, hier habe ich eine Cloud eingezeichnet, damit ich von meiner Maschine, von meiner Produktion Daten kriege und damit ich dann irgendwelche Analysen machen kann. Das ist alles schön und gut, aber was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir einfach immer viel, viel, viel mehr Aufwand haben und dass wir da irgendwie schauen müssen, wie programmieren wir denn das Ganze. Was noch dazu kommt, ist, dass unsere Produkte immer kurzlebiger werden. Ich habe jetzt da drei Beispiele, das sind Beispiele, wenn ich hier Firmennamen nenne, weil sie auch auf YouTube gestreamt wird, sind das Beispiele. Ich bin mit keinen dieser Firmen liiert, außer ich sage es extra dazu. Und für mich sind das einfach gute Beispiele und soll hier nicht irgendwie einer besser oder schlechter als andere sein hier. Ich habe hier als Beispiel Volkswagen gebracht. Volkswagen sagt, sie bauen pro Jahr keinen Golf gleich. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Tausende, Millionen Golf die pro Jahr bauen. Keiner ist gleich, weil irgendwas ist immer anders. Aussage von Volkswagen. Dann BMW hat einmal gesagt, das war vor 4 Jahren, glaube ich, 5 Jahren, dass die eigentlich jeden Monat irgendwo auf dieser Welt einen Produktionsanlauf haben. Das heißt schon ganz schön viel. Ich weiß gar nicht, wie viele Werke BMW hat, aber das ist nicht ohne. In einem ihrer Werke auf der Welt haben sie pro Monat einen Anlauf. Das muss man einmal auch zu laufen kriegen. Das bedeutet, das, was ich auf der letzten Folie gesehen habe, alles irgendwie hochfahren, schauen, dass am Ende des Tages von meiner Fabrik, aus meiner Fabrik, so im, keine Ahnung, was die für Taktzahl haben, keine Ahnung, sagen wir mal 30 Sekunden, eine Minute, alle Minute fährt der BMW raus. Und das jeden Monat neu. Dann anderes Beispiel, das letzte noch, das letzte für die Saison, Sie sehen, da unten ist noch was frei. Daimler hat sich das Ziel gesetzt von, wir machen eine neue Version eines Autos, bis das erste Modellrennen vom Band von 10 Jahren runterbringen auf 24 Monate. Also in den 80ern waren es 10 Jahre, wenn sie gesagt haben, BMW hat gesagt, wir machen die nächste S-Klasse, die nächste A-Klasse, wurde entschieden, ja, das machen wir, das kommt rein, in 10 Jahren läuft das erste vom Band. Das heißt, wenn sie das heute machen würden, dann hätten wir, was haben wir fast, 2020, das heißt, wir hätten die Technologie von 2020 und das erste Auto würde 2030 aus der Fabrik rollen. Kann man sich halt nicht mehr vorstellen.
Also wie ich diese Zahl gehört habe, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, war Daimler auf 36 Monate herunter. Ich glaube, auf das sind sie ungefähr geblieben, weil es gab ja dann ein bisschen Qualitätsprobleme. Also das ist nicht ohne, weil man muss das ganze Auto designen und auch die gesamte Fabrik dazu. Also das ist nichts Leichtes. So, jetzt werden Sie sagen, das sind lauter sehr teure Produkte. Da kann ich ja viele Ingenieure reinstecken, da kann ich viel programmieren. So ein Auto kostet viel Geld, das rentiert sich dann schon irgendwann. Und wenn man sich anschaut, was die Automobilisten so verdienen, dann muss ja das passen. Deswegen auch ein paar andere Beispiele. Ich habe hier zum Beispiel Braunrasierer. Habe irgendwo mal gelesen, leider habe ich es mir nicht gespeichert, die tun alle 2 Wochen die Produktion verändern. Alle 2 Wochen. Weil da irgendwie, dann kommt ein neuer Testimonial, der jetzt für den neuen Rasierer werben tut. Oder das, was jetzt blau wird, wird nächste Woche grün und was auch immer. Und damit muss die Produktion umgestellt werden, weil sonst keine Rasierer mehr verkauft werden täten. Weil die Elektrorasierer seit vielen, vielen Jahren immer gleich viel Bart runterschneiden. Wurde mir gesagt, Sie sehen, ich bin da nicht so der Zielkunde. Gut, was haben wir noch? Küchenscharniere, das ist ein schönes Beispiel. Ui, Ständchen. Was schätzen Sie, wie lange dauert es, dass so ein Ding aus der Maschine rausfällt? Alle wie viele Minuten, Stunden, Tage fällt so ein Ding aus der Maschine raus? Alle 3 Sekunden, sagt der Herr hier in der ersten Reihe. Höre ich mehr, höre ich weniger? 2 Minuten, da sagt wer weniger. Wer ist für weniger? Okay, dann nehmen wir weniger, das stimmt, es ist alle 0,7 Sekunden. 0,7. Die Maschine ist ungefähr 3 Meter lang, da wird dann alle möglichen, also die Blechteile sind schon vorgebogen, das muss man sagen, aber trotzdem, alle 0,7 Sekunden fällt ein fertiges Teil raus. Das heißt, auch die Teile, die Sie da verbauen müssen, in dieser Frequenz da rein, sonst steht die Maschine. Jetzt ist es aber so, wenn die Maschine mit Vollgas arbeiten tät, dann produziert sie so viel Küchenscharniere, wie kein Mensch braucht. Deswegen müssen Sie die Maschine variabel bauen, sodass man unterschiedliche Varianten von diesem Scharnier produzieren kann. Und das Umrüsten von der Maschine, beim letzten Mal hat man der Firma gesagt, dauert eine Schicht ungefähr, wahrscheinlich sind sie jetzt schon besser, aber sie können sich jetzt ausrechnen, wie viele Küchenscharniere während des Umstellvorgangs nicht produziert werden. Das ist schon ganz schöne Menge. Dann, weil wir Linz sind, darf die Voest nicht fehlen, die Voest produziert 2.500 verschiedene Stähle. Das ist schon ganz schön viel und da muss man sich auch Gedanken machen, wie man das Ganze handhabbar kriegt. So, ich muss jetzt nur den Stein wegkriegen, weil der stört. Gut. Um das Ganze ein bisschen in einer Grafik, ich bin Wissenschaftler, da brauchen wir eine Grafik, ein Diagramm zu bilden, das ist vom Herrn Professor Karin von der University of Michigan. Der hat es sehr schön dargestellt, deswegen verwende ich das sehr gerne. Da haben wir auf der X-Achse die Varianten vom Produkt und auf der Y-Achse, wie viel Produkte, also wie viel Stück pro Variante wir produzieren. Und ja, so in der Manufakturzeit haben wir sehr viele Varianten, geringe Stückzahlen. Dann, da gibt es den Herrn Ford, der hat da das Förderband eingeführt. Oder nicht nur der Herr Ford, aber da durch den Herrn Taylor eigentlich gab es zur Optimierung der Produktion. Was war da das große Massenproduktion hieß? Wir produzieren sehr, sehr viele gleiche Teile, damit wird es billiger. Und damit wird ein Auto so billig, dass es auch die Arbeiter in der Fabrik leisten können. Das war eigentlich das, was den Herrn Ford ausgezeichnet hat. Was viele nicht wissen, ist, dass die Fabrik von Ford eigentlich nur knapp 10, 15 Jahre im Betrieb war. Ab dann musste die Fabrik zusperren, weil die Fabrik war hochoptimiert auf genau ein Auto in einer Farbe zu bauen, in einer Variante. Das kann man sich heute sowieso nicht mehr vorstellen. Wir haben vorher erzählt mit dem Golf. Also wenn Sie sich einen neuen Golf oder BMW oder was auch immer kaufen, was Sie alles einstellen können. Und das war damals schon so. Das ist nicht nur heute so, das war damals schon so. Deswegen sagt der Herr Professor Karin auch, 1955 war der Höhepunkt der Massenproduktion. Weil mit 6 Automodellen wurde 80% vom amerikanischen Markt bedient. Ab dann stiegen die Varianten wieder und die Modelle und alles. Und jetzt kann man sagen, 1955 ist jetzt nicht gestern, sondern ist schon ein Zeitchen hin. Und wenn man sich so anschaut, was der Professor Karin sagt, wo wir jetzt sind, dann sind wir eigentlich irgendwo da in der Mitte. Das heißt, wir sind irgendwo bei Varianten und variablen Zahlen von Produkten, die man eigentlich vor der Einführung der Förderbänder und der Massenproduktion hatten. Das heißt, das muss sich auch irgendwie in unserer Produktion und in unserer Automatisierungstechnik widerspiegeln.
Und wenn Sie sich in dem Bereich ein bisschen beschäftigt haben, dann haben wir jetzt seit ein paar Jährchen, was war das, 2012, Industrie 4.0, vorher hatten wir Mass Customization, Holonic Manufacturing, wir hatten ganz viele Schlagwörter in dem Bereich. Und gerade wenn man sich heute Zeitungen anschaut, dann sieht man sowas. Wir brauchen mehr Computer in der Produktion und AI brauchen wir auch unbedingt und Roboter sowieso. Gibt es eine sehr schöne Aussage vom Geschäftsführer von Foxconn, der gesagt hat, wir werden in den nächsten 3 Jahren über 1 Million Roboter in unseren Fabriken einbauen. Das war vor 5 Jahren und sie sind irgendwo bei 10.000 oder so. Vielleicht ist das Ganze nicht so einfach. Auf der anderen Seite gibt es dann eine Frau Merkel, die 2013 gesagt hat, für viele von uns ist das Internet ja noch Neuland. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und es stimmt da, wenn man sich jetzt so anschaut, wie wir mit Computer umgehen, wie Handys umgehen, dann passiert sehr oft sowas da. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Ist eigentlich schon uralt. Der Herr da vorne dürfte sie kennen, weil er lacht. Das ist eine PDP-10. PDP, ja. Die stand in einer ähnlichen Variante im MIT Media Lab. Das ist ein Computer aus den 60ern. Und die hatte diesen Schalter. Originalfoto habe ich extra aus dem Internet gesucht. Für die, die es nicht lesen können, hier steht Magic und hier steht More Magic. Der Schalter wurde nachträglich händisch von irgendjemand eingebaut und er stand immer auf More Magic. Und da kam dann ein Neuer in das Lab und hat gefragt, warum ist der auf More Magic? Und keiner in dem Lab konnte ihm sagen, warum ist der Schalter auf More Magic? Alle wussten nur, wenn er auf More Magic ist, funktioniert es. Und das ist für mich so eine schöne Metapher, weil so ähnlich funktioniert es ein bisschen mit dem Ding, was wir hier jeden Tag benutzen. Das ist ein bisschen so mit der Produktion, mit Software. Es ist irgendwie Magie. Sie können dann im Internet nachlesen, was passiert. Also vielleicht noch ganz kurz, bevor ich auf die nächste Folie gehe. Dann hat es einmal auf dem Wochenende, war die Maschine frei, haben sie ja umgeschaltet auf Magic, ist das Ding abgestürzt. Und viele Jahre später haben sie es einmal ausgebaut und festgestellt, an dem Schalter war nur ein Draht angeschlossen. Das heißt, der Schalter hatte nicht einmal eine Funktion. Das ist ja wirklich eine sehr schöne Metapher. Und zu was führt das? Das ist nämlich so, dass wir vieles glauben, was uns erzählt werden muss. Das heißt, vieles über wie muss es Steuerung sein, wie muss ein Computer sein, wie muss Programmieren sein. Und da passiert sehr viel mit Angst, weil wir uns nicht recht klar sind, was wir tun. Und Angst ist immer ganz ein schlechter Begleiter. Weil Angst ist immer so, da kommt bei uns Menschen, das kommt aus der Evolution der Flucht- und Verteidigungsreflex raus und dann passieren Kurzschlusshandlungen. Und Angst ist aber auch teilweise berechtigt. Immer wenn man jetzt schaut, was Computer und Digitalisierung die letzten Jahre mit unserer Industrie und mit unserer Welt so angestellt haben, da gibt es so ein schönes Wort, das wird jetzt in aller Munde, gerade in der Graugarage und in den Nachbargebäuden ist das ja auch nicht so unwichtig, nennt sich Disruption. Wir haben jetzt lauter disruptierende Innovationen, die andere aus der Industrie vertreiben. Das ist zum Beispiel Blockbuster, das war eine Videoverleihkette in den USA. Da steht auf dem Schild noch Store Closing, ganz wichtig, this location only. Mittlerweile haben sie keine einzige Location mehr, weil sie von Firmen wie Amazon oder Netflix oder was haben wir jetzt neu, Disney Plus und was auch immer, einfach aus dem Markt verdrängt wurden. Und das muss man sich auch gut zu Gemüte führen und muss man gut nachdenken darüber, weil man nicht jetzt aus Angst das Ganze zu machen, sondern vielleicht doch einmal darüber nachdenken, was könnten das für Vorteile für mich sein. Und kommt die nächste Frage an Sie. Wer von Ihnen kennt den Pony Express? Doch, 3, das sind mehr als in den letzten Vorträgen. Ich muss mit Erschrecken feststellen, dass das Wissen über den Pony Express sinkt. Das kennt man auch, dass keine Western mehr ausgestrahlt werden. Der Pony Express war ein Postservice in den USA. Der ging von St. Joseph am Missouri River bis nach Sacramento. Da gab es dann so nette Herren, die haben da hinten da Post drinnen. Und die sind da wie die Bösen hin und her geritten und haben quasi dafür gesorgt, dass Post, schnelle Post da in Tagen, Stunden, ich weiß gar nicht, in Tagen wahrscheinlich, da zwischen den Beinen hin und her gelaufen ist. Es gibt sehr viele berühmte Reiter, in vielen Western kommt es vor, gibt Statuen, ich habe ein bisschen gegoogelt, also in den USA wird das ja glorifiziert, dieser Pony Express. Was schätzen Sie, wie lange dieser Pony Express gelebt hat? Wie lange hat es ihn gegeben?
Nein, das war nur, da ist er gegründet worden. Nein, das war einfach nur Erinnerungspostmarke, 100 Jahre Gründung Pony Express. Der Herr sagt 20 Jahre. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 1860, Eisenbau? Nein, Eisenbau war es nicht. Ja, indirekt war es die Eisenbau. Aber die Eisenbau selber war es nicht. Das ganze Ding hat es genau nicht einmal ein Jahr gegeben. Nicht einmal ein Jahr. Was ist gekommen? Der Telegraph. Und damit war es viel, viel einfacher und ganz leicht, dass man jetzt auf einmal Post von einer Seite von der US-West, also von einer Seite von USA auf die andere bringt. Und ein anderer Grund, ich habe das auch noch ausgesucht, weil das Bild hat mir fast noch besser gefallen, das war ein Werbeplakat, um Reiter für den Pony Express anzulernen. Es wird schon gelacht. Ich lese es einfach mal laut vor, weil es ist einfach so cool. Young, skinny, viru fellows. Not over 18. Je jünger, desto besser. Und dünn, weil das braucht das Pferd nicht so viel tragen. Must be expert riders, das ist damals nicht so speziell gewesen. Willing to risk death daily. Orphans preferred. Da müssen sie keine Schadenersatzzahlungen an die Familie zahlen. Ja. Und das ist einer der Gründe. Ich finde das Beispiel so schön, weil es so plakativ ist. Warum ist digitale Transformation so spannend und warum ist das so interessant? Weil es was senkt oder was obsolet führt, was generell unter dem Titel Transaktionskosten läuft. Weil da waren die Transaktionskosten recht hoch. Initialkosten. Sie haben, was ich wie für Pferden braucht, sie haben, was ich wie für Reiter braucht, sie haben Pferdewechselstationen gehabt, die haben ja alle paar Stunden das Pferd wechseln müssen, weil mir hat man das mal wer erzählt, ein Pferd mit Vollgas kann man nur, wie lange reiten, eine Stunde, zwei, dann ist das Pferd überhitzt, das heißt, es braucht eine Pause. Die Strecken waren nicht ganz lustig, da waren Bären, da waren irgendwelche bösen Menschen mit Pistolen. Das war alles nicht ohne. Dasselbe passiert aber gerade bei uns. Warum hat sich Blockbuster nicht durchgesetzt? Weil es halt so viel einfacher ist, wenn ich auf Nacht auf der Sofa sitze und dann auf die Netflix oder Amazon Homepage gehe und sage, ich möchte jetzt einen Film schauen. Nicht zuerst, wo ich hingehen muss und dann überlegen muss. Oder warum geht kaum mehr wer von uns in ein Reisebüro? Den letzten Flug, wer hat den letzten Flug in ein Reisebüro bucht? Ich selber habe auch Flüge nur im Reisebüro bucht, wenn es ein wenig spezieller war, aber die meisten buche ich mir selber auf der Homepage vom Flieger. Von der Airline mittlerweile. Ich nutze nicht einmal die Vergleichsportale, weil die gar nicht so viel bringen. Und das ist so ein Thema. So, deswegen sagen seit vielen Jahren, naja, mit der Digitalisierung und Computer und so, dann wird die Produktion ganz viel besser werden. Da habe ich dann nur den Herrn. Wer kennt den Herrn? Da vorne sagt wer Musk? Ja, das ist bewusst, sonst war es jetzt leicht. Das ist der Herr Elon Musk, genau. Der hat voriges Jahr war es, ein paar Tage oder länger in seinem Büro geschlafen. Darüber kann man jetzt streiten, ob das was bringt oder nicht. Er hat es zumindest so auf Twitter gepostet. Warum? Weil es mit der Produktion von Model 3 nicht so gut hingehauen hat. Weil Produktion ist halt da nicht so einfach. Das heißt, nur mit reiner Digitalisierung werden wir es nicht schaffen. Ohne auch nicht. Und ich habe dann dieses Video hier. Das ist recht super, ich lasse das auch ein bisschen rennen. Das zeigt sehr detailgenau, wie eine Waschmaschine produziert wird. Und man sieht da schon ganz schön, da haben ganz viele Prozesse involviert. Man sieht zum Beispiel, da wird die Trommel gebogen, da wird die innere Trommel gebogen, da kommt der Deckel auf die Trommel, da wird der Gurt gespannt. Aber auch ganz spannend, wir haben da zum Beispiel ein Zulieferteil, da kommt der Motor einer, da kommt der Heizstab einer. Was haben wir noch Spannendes? Da kommt der Rahmen einer. Da wird es getestet, ob es auch funktioniert. Was haben wir denn noch? Da kommt die Platine einer, die von woanders kommt. Und das Bild, auch wenn es sehr stark vereinfacht ist, zeigt schon ein paar Dinge, die Produktion ausmachen. Erstens einmal haben wir sehr viele verschiedene Maschinen. Allein da in diesem vereinfachten Beispiel haben, glaube ich, nur zwei gleiche Prozesse und das ist da und da, da und da, wo die Trommel gerollt wird. Alles andere ist unterschiedlich. Und das ist einer der Punkte, die Produktion so viel anders macht als Programmierung für andere Systeme.
weil eigentlich die Steuerungssysteme der Produktion haben jetzt von den Aufgaben nicht so viel anders wie die Steuerungssysteme im Auto, im Flieger, im Zug, in der Straßenbahn. Der einzige Unterschied ist, wenn ich ein Auto baue, dann baue ich das 1 Million Mal oder 2 Millionen Mal. Wenn es ein Steuergerät ist, Bosch liefert Steuergeräte an so ziemlich jeden Automobilhersteller. Das heißt, die machen da Millionen Stückzahlen. Das hat den großen Vorteil, ich kann mich als Programmierer, als Entwickler von dem Steuerungsgerät hinstellen, hier sitzen und da optimieren, optimieren, optimieren. Wenn ich da eine Woche sitze, um, weiß ich nicht, 100 Byte Speicher oder irgendwas ein bisschen schneller zu machen, dass ich den nächstgelernten Chip benutzen kann, dann spart das vielleicht 10 Cent pro Steuergerät. Wenn sie aber 2 Millionen bauen, dann haben das 200.000 Euro, nein, 400.000 Euro. Und damit ist die Woche Arbeit, die sie eingesteckt haben, weiterhin. Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, wir bauen jetzt eine Maschine, die Maschine wird einmal gebaut. Und sie sitzen einen Monat, weil die Steuerung nicht gescheit tut. Oder sie brauchen 2 Wochen, weil ein Bug in ihrer Steuerungssoftware ist, bis das den ausgebracht haben. Dann heißt das, 2 Wochen lang, die Zeit, die sie kosten für 2 Wochen, geht 1:1 auf die Kosten der Maschine. Und das ist ein Ding, das man jetzt darüber nachdenken muss. Und deswegen ist auch ein Thema, dass wir uns vor der Forschung seit vielen Jahren damit beschäftigen, wie kommt man denn Maschinen besser programmieren, wie kommt man denn da Softwareentwicklungsprozesse einbringen, wie kommt man denn was lernen, was in der klassischen IT schon seit Jahren drinnen ist. Das andere, was wir vorher noch ein bisschen darüber nachdenken müssen, wir brauchen eine Steuerungshardware. Und Steuerungshardware, also in dem Fall SPS, oder das ist ein Prozesssteuerungssystem für die Chemie. Das war das erste, was ich gefunden habe. 1959 ist das in Houston, Texas in einer Raffinerie installiert worden. Oder das ist die allererste SPS. Und warum ist die SPS so erfolgreich? Die gibt es immer noch. Wir haben allein in Linz zwei Hersteller von SPSen. Der Grund ist, dass die SPS-Hardware generisch ist. SPS-Hardware ist so, dass sie ein SPS nehmen können und damit tausende verschiedene Maschinen machen können. Und das kommt daher, weil es modular aufgebaut ist. Ein SPS ist so aufgebaut, dass man sagt, man hat eine oder mehrere CPUs und dann kann ich da über Einschubkarten oder über, da haben wir einen Feldbus, über Remote-IOs, kann ich jetzt konfigurieren, wie sollte meine Steuerung für die jeweilige Maschine ausschauen. Das hat den großen Vorteil, dass diese Module hier in größeren Stückzahlen produziert werden können. Weil sonst war das überhaupt nicht möglich, dass das überhaupt wirtschaftlich war. Es zahlt sich nicht aus, für jede Maschine eine eigene Steuerung zu entwickeln, so wie es Bosch für jedes ABS tut. Das macht keinen Sinn. Aber wir haben schon gesagt, das Ding muss auch wer programmieren. Deswegen haben sich die Leute, die ursprünglich die SPS entwickelt haben, auch darüber Gedanken gemacht, wie kriegt man denn das SPS-Programmieren einfacher. Oder wie kriegt man das Programmieren von solchen Systemen einfacher? Und da gibt es einen Punkt, wenn wir Steuerungen programmieren, dann haben das sogenannte Echtzeitsysteme. Echtzeitsysteme heißt, dass, wenn das Programm da drinnen arbeitet, in der echten Welt die Maschine sich bewegt. Da dreht sich der Roboter mal im Kreis, da fährt das Förderbandel viere, da dreht sich die Rollen von meinem Walzwerk, weil wir schon von der Föß drehen, einfach um so viele Millimeter. Und das muss das Steuerungsprogramm berücksichtigen und das ist ganz, ganz wichtig für ziemlich alle Eigenschaften von unserer Steuerung. Wie schnell kann ich reagieren, wenn da zum Beispiel der Schalter gedrückt wird? Wenn der Schalter gedrückt wird, weil der Roboter gegen die Wand fährt, wie schnell kann dann die Steuerung sagen, bitte schalte den Motor ab? Und das sind die Dinge, die die Geschwindigkeit und die Eigenschaften von der Steuerung definieren. Das wird sehr oft vergessen, gerade wenn ich manche Artikel lese über Steuerungen, die nächste Generation, da ist irgendwie so groß genug ist jedem Bauernrecht, je schneller, desto besser, ohne dass man darüber nachdenkt, was brauche ich überhaupt. Das ist auch so ein Message, die ich da heute ein bisschen mitgeben möchte. Gut, das, was man sich dann Gedanken gemacht hat, eben vom Programmieren, wie kriege ich so ein Echtzeitmodell ganz einfach hin? Und das aller einfachste Echtzeitmodell ist ein sogenanntes, auf Englisch sagt man, scan-basiertes System. Ich habe leider noch kein richtig gutes deutsches Wort dafür gefunden. Scan-basiert heißt, ich lese meine Eingänge zu einer gewissen Zeit, arbeite mein Programm ab und am Ende, wenn ich fertig bin, gebe ich meine Ausgänge hin. Und das wiederhole ich in dieser Zeit, in dieser Scan-Zeit. Und das hat den großen Vorteil, weil ich sagen kann, okay, ich muss mich jetzt um nichts kümmern, ich weiß nicht, wie das da im Hintergrund programmiert ist, sondern ich weiß, alle x Millisekunden, alle x Sekunden werden meine Eingänge gelesen und ich kriege ein Ausgangssignal.
Und damit kann ich schon sagen, okay, wenn ich ein Förderband habe, das mit 1 Meter pro Sekunde arbeitet und ich habe da einen Sensor und das Förderband ist 1 Meter lang, dann weiß ich, dass ich innerhalb von einer Sekunde stehen bleiben muss. Sonst fällt mir das Dings vom Band runter. Oder was auch immer ich dann tun muss. Und je kürzer der Abstand wird, wenn es jetzt 1,5 Meter wird, wenn es jetzt 10 Zentimeter werden, wird die Zeit immer kürzer. Und das ist die Zeit, die definiert, wie das Kentime funktionieren muss. Ja. Scan-basiert. Scannen, ja. Manche sagen zyklisch. Ich finde das Wort zyklisch nicht ganz so gut, weil zyklisch oft dann da drinnen für unterschiedliche Sachen verwendet wird. Scan-basiert finde ich schöner, weil es dieses Eingangslesen berücksichtigt. Und das ist das am Ende des Tages, was unsere Steuerungsprogrammierer interessiert. Wann werden die Eingänge gelesen und wann kriege ich die zugehörigen Ausgangssignale? Das ist eigentlich das Wichtige beim Steuerungsprogrammieren. Mir fehlt heute ein wenig die Zeit, dass ich die gesamten Steuerungsprogrammiersprachen dazu. Da gibt es einen eigenen Standard dafür. Ich habe jetzt mal ein Büdel aus meiner Vorlesung mitgenommen. Wann das wen interessiert, können wir gerne nachher noch drüber plaudern oder wir machen uns einen eigenen Termin aus. Definiert haben diese Steuerungsprogrammiersprachen in der Norm, die heißt 6F31-3. Und in der Norm haben Programmiersprachen definiert und auch eine Struktur, wie meine Hardware aufgebaut ist. Das heißt, das einfache scan-basierte Modell ist in echten Steuerungen schon ein bisschen komplizierter, weil ich Ressourcen habe. Jede Ressource war eine CPU, wie wir es da vorher gehabt haben. So eine CPU. Und eine so eine CPU kann jetzt mehrere Tasks haben. Ein Task ist jetzt eine unabhängige Einheit zum Abarbeiten und so ein Task hat jetzt zum Beispiel eine eigene Zykluszeit, so eine eigene Scanzeit. Und damit kann ich schnellere und langsamere Sachen machen. Ich habe zum Beispiel eine Sache, die sehr schnell sein muss, die Geschwindigkeitsregelung von meinem Förderbandel. Und dann habe ich was Langsames, das ist zum Beispiel ein Diagnosealgorithmus, der überschaut, ob der Motor eh noch funktioniert. Der ist nicht so wichtig. Wichtig ist einmal die Funktion. Meistens zumindest ist die Funktion schneller als die Diagnose. Manchmal ist die Diagnose wurscht. Dann kann ich da mehrere Programme haben. Die Programme können in verschiedenen Programmiersprachen programmiert sein. Und das ist einer der Punkte der 1131. Die 1131 macht es relativ leicht, dass ich recht schnell irgendein erstes Ergebnis kriege. Die Herren, die ich gesehen habe, die schon Steuerungen programmiert haben, die Kunden sowas schon erlebt haben, dass ich sage, okay, ich fange an, konfiguriere mal, mache das Tool vom jeweiligen Steuerungshersteller auf, stelle mir mal die wichtigsten Eigenschaften ein, konfiguriere mir meine IOs. Das ist das da. Und dann kann ich schon loslegen. Und das macht es wesentlich einfacher im Vergleich zu, wenn Sie jetzt sagen, indem man einen Raspberry Pi, dann müssen Sie mal schauen, wie kriege ich meine IOs überhaupt daher, wie programmiere ich das. Das ist der große Vorteil. Also man hat bei der 1131 schon sehr viel darüber nachgedacht, wie reduziere ich den Entwicklungsaufwand, damit ich schnell eine Maschine zumindest einmal ein bisschen zum Laufen kriege. Das große Problem, was die 1131 hat, ist, wir haben eng gekoppelte Systeme. Das heißt, wenn ich mehrere CPUs habe, dann reden die über einen globalen Speicher miteinander. Und wie die programmieren können, wissen, globale Variablen können sehr gefährlich sein. Da muss man wirklich aufpassen, wie man die benutzt. Und das Zweite ist, die 1131 hat eine Annahme, dass die globalen Variablen, Entschuldigung, so schnell abgedatet werden, dass die Programme da drinnen das nicht mitkriegen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe da einen Task mit 1 Millisekunde, der ganz, ganz schnell rennt, weil er ganz was Wichtiges machen muss, und der da drüben auch, da müssen die mit mindestens 500 Mikrosekunden austauscht werden untereinander. Eigentlich sogar schneller. Und das, wenn man das jetzt übers Netzwerk machen möchte, weil man sagt, wie ich vorher gesagt habe, ich habe viele verschiedene Steuerungen, dann kommt man irgendwann an die Grenzen vom Netzwerk. Und das ist einer der Punkte, wo man mit 1131 leider irgendwann einmal ausstehen, und das ist das auch oft, wo wir Probleme haben. Ich habe dafür ein Beispiel mitgebracht, damit es ein bisschen greifbarer wird. Das ist ein Kit, um Roboter oder Kindern Programmieren nahezubringen. Man sieht schon, das sind lauter so gleiche Würfel, die kann man da über Magneten- und Bajonettverschlüsse schön zusammenstecken und ich kann mir da beliebig meine Roboter zusammenbauen und dann programmieren. Und eigentlich, wenn man sich jetzt anschaut, was wir vorher gesagt haben, wir hätten gern so eine Variabilität auch in unsere Maschinen drinnen. Wir hätten gern einzelne Module und die stecke zusammen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt umrüsten auf das nächste Küchenscharnierl oder ich muss statt Küchenscharnierl
die Schienen produzieren, dann stecke ich da einfach einen neuen Greifer rein, ein neues Förderbandel und die sollen dann miteinander drehen und dann sollte es so gut wie möglich für selber funktionieren. Das haben wir auch gemacht. Das war aus meiner Zeit in München ein gefördertes Forschungsprojekt vom Bundesministerium für, wie heißt das wieder, Wirtschaft und Energie heißt es jetzt neu, genau, BMWI in Deutschland. Da sieht man so ein Modul, das ist so ein klassisches Modul, was in Maschinen drinnen ist, ist ein sehr einfaches Modul, das kann nur einfahren und ausfahren. Also kann nur, das ist eh schon ganz wichtig, ist in dem Fall mit Druckluft, das ist ein pneumatisches System von der Firma Festo und da haben wir eine kleine Steuerung rein da, die Aktoren, die Sensoren und damit ist das Ding, schaut dann so integriert aus, das war der Prototyp und damit kriege ich jetzt auf einmal eine ganz andere Komponente. Das heißt, ich muss mich um das Modul nicht mehr kümmern, sondern ich sage über Netzwerk voraus, vorein. Wie das da drinnen programmiert ist, wer das da wie macht, das ist der Komponent. Das ist einmal mir als Nutzer wurscht. Und damit kriege ich folgenden Vorteil. Ich kann jetzt sagen, wenn ich lauter solche Module habe, kann ich sagen, nee, ich möchte jetzt aber eine Einlegeeinheit bauen. Das ist eine Station, die man in viele dieser Maschinen hat man da zehn, hunderte davon. Gerade wenn man auf Küchenscharniere wieder nimmt, da haben sehr viele von diesen drin. Der Vorteil war, ich kann jetzt sagen, okay, die haben alle definierte Schnittstellen. Das heißt, ich programmiere da oben nur mehr den Ablauf gegenüber der Schnittstelle. Da steht jetzt drinnen zum Beispiel der Ausfahren, der Abfahren, Greifer, Zumacher, Hochfahren, Einfahren, Auslassen zum Beispiel, wenn man es in eine Kiste schmeißen möchte oder so. Und wie das da drinnen gemacht ist, ist komplett wurscht. Und wenn das einmal elektrische Achsen ist, weil halt da die andere Eigenschaften hat, dann bleibt mein Programm da oben gleich. Und ich verbinde es dann am Ende vom Tag, stecke das einfach an, die finden sie miteinander. Oder ich gehe nach oben weiter, sage, okay, ich habe jetzt nur ein Förderbandel mit irgendwelchen Kasteln, wo ich was runternehme wieder bei. Dann kriege ich wieder so eine Komponente und ich muss mich um das nicht kümmern. Damit es nicht so Folien haben, das haben wir auch mit der richtigen Maschine gemacht. Die schaut so aus. Das ist eine Maschine von unserem Firmenpartner Asus. Die kommen da auf einem Tray kommt eine Platine daher, da werden die einzelnen Teile, zum Beispiel Schlüssel von einem Auto, von einem Türöffner, von einem Auto, ausgefräst und hinten dann einfach in eine angelegt in einen Tray, der dann da hinten gestapelt wird. Und in dem Forschungsprojekt ist es darum gegangen, dass man jeder dieser Teile der Maschine, also die Förderbandeln, die Achsen, mit der eigenen Steuerung ausstatten, das schaut dann so aus, schaut ein bisschen wild aus. Man sieht da überall, wo so ein grünes Kastel dabei ist, ist so eine kleine Steuerung drinnen. Und wir haben uns damit erwartet, dass das jetzt super cool und einfach wird. Was schätzen Sie? Haben wir es zusammengebracht? Der da hinten, der verneint schon den Kopf. Er hat vollkommen recht. Wir haben es am Ende vom Tag geschafft, aber die ganzen Vorteile, die wir uns erhofft haben von dem Ding, haben wir nicht erreicht. Und zwar, einer der Gründe war das Kommunikationssystem. Wir haben da sehr viel Zeit dann einstecken müssen, wie wir die Kommunikation zum Laufen kriegen. Aber die grundsätzlichen Ideen, also der Firmenpartner Asus und auch andere Partner aus dem Projekt arbeiten immer noch in dem Thema, weil es gezeigt hat, von der Architektur ist das der richtige Weg. Wir kriegen damit modulare Maschinen. Also gerade der Maschinenbauer da, der baut Sondermaschinen. Da ist jede Maschine anders. Trotz allem in der Maschine hat er viele gleiche Teile, die jede Maschine drin hat. Und wenn man das in dem Konzept aufbaut, dann konnte der da wirklich sagen, okay, ich habe jetzt eine Komponente, die ist in jeder Maschine drin. Das heißt, da tue ich meine eigene Software rein, da entwickle ich das und das ist ein riesengroßer Vorteil für den. Der wird dann nämlich endlich diese Economics of Scale auf Maschinenkomponenten kriegen. Und kann man dann ganz anders seine Maschinenentwicklung designen. Gut, genau. Und ein Problem, was wir heute sehen, ich habe da jetzt zwei Zitate mitgebracht, die sind immer die neuesten. Leider reden immer die Leute so viel drüber, aber man sieht schon da, 50% der Entwicklungskosten für Elektro- und Softwareentwicklung. Mittlerweile sprechen die Leute nicht mehr so viel drüber, wenn ich mit diversen Maschinenbauern rede, kriege ich das Feedback sehr oft, naja, 50% der Entwicklungskosten von der Maschine haben schon mindestens die Softwareentwicklungskosten. Das heißt, das ist schon ein Riesenbotzen, wenn ich jetzt eine neue Maschine denke. Und das ist jetzt unabhängig von den ganzen Rohstoffkosten. Ob da jetzt Eisen ein bisschen teurer ist oder billiger, ist wurscht. Weil, und das ist schon eine schlimme Sache. Also Maschinen werden immer nur nach Gewicht verkauft. Software ist so dünn, die kann man nicht nach Gewicht verkaufen.
und so leicht. Das andere und den Spruch finde ich fast noch wichtiger. Wir haben bis jetzt die meisten Entwicklungsprobleme verbessert und haben bis zu 70% gespart. Das einzige Problem ist nur die Software. Und dann fühlt man sich ein bisschen, und in der Softwareentwicklung fühlt man sich ein bisschen wieso. Ich habe noch nicht erklärt, was das für Bild ist. Das ist eine Vase, wo abgebildet ist. Der Herakles kämpft gegen die Hydra. Entschuldigung, das ist der Herakles. Der Herakles kämpft gegen die Hydra. Und wer weiß, was die Hydra war, wenn man da einen Kopf vorschlägt, wachsen zwei nach. Und Softwareentwicklung fühlt sich manchmal wirklich ein bisschen so an. Man macht einen Bug weg und man hat drei neue. Und von dem müssen wir weggekommen. Wir brauchen neue Arten, wie wir programmieren. Wir brauchen das alles ein bisschen besser. Aber es ist nicht der Software, das ist, gerade in der Automatisierungstechnik ist das Problem, dass sehr viele sagen, naja, die Software muss besser werden. So, das ist der Aussätzige am Ende vom Entwicklungsprozess. Wir haben jetzt eine schöne Maschine entwickelt, da ist die Elektrik drin, da ist die Mechanik drin und dann muss irgendwie der böse Programmierer, muss die Maschine, der hat es wieder nicht geschafft, dass die Maschine funktioniert. Oder wegen dem, es wieder länger dauert. Dass vorher der Prozess schon, was nicht verspätet worden ist, oder dass das, wenn man das gemeinsam machen darf, und das ist ein wichtiger Punkt, das gehört alles zusammen. Das ist jetzt nicht eins allein, sondern das sind Dinge, die miteinander tun müssen. Und das ist ein Punkt, den ich auch mitgeben möchte, weil das ist was, was sehr oft vergessen wird. Und das Bild ist nicht mehr ganz komplett heutzutage, wir haben nämlich das Ding da noch dabei. Heutzutage müssen wir kommunizieren. Es gibt kaum mehr Maschinen, die nicht mit irgendwen kommunizieren. Das kann sein, dass es ein überlagertes System ist, es kann sein, dass wir mit den Maschinen rechts und links kommunizieren müssen. Und das muss man auch berücksichtigen. Manche nennen das dann Cyber Physical Systems. Mein Lehrstuhl heißt Cyber Physical Systems, muss irgendwo in meiner Folie auch das Wort vorkommen. Wichtig ist nur, dass man das berücksichtigt und dass man von Anfang an darüber nachdenkt. Und ein Punkt, den ich dann jetzt einen Großteil vom restlichen Vortrag nutzen möchte, ist, ein bisschen über Programmiersprache zu sprechen, die versucht, das Problem anzugehen. Die Programmiersprache hat diesen sehr klingenden Namen, den man sich sehr gut merkt und den man gut aussprechen kann, IEC 61491. Man kennt es, dass ich den schon öfter ausgesprochen habe. Leider kann ich meine Mitglieder im Standardisierungsgremium bis jetzt immer noch nicht dazu bewegen, dass man irgendeinen klingenden Namen für die Sprache. Weil eigentlich ist es ein Standard, der in dem Text des Standards eine Modelliersprache definiert. Ich habe es da hergeschrieben. Eine domänenspezifische Modelliersprache für verteilte industrielle Prozessmess- und Steuerungssysteme. Und das ist genau das, was wir in der Automatisierungstechnik brauchen. Und ich habe da ein paar Wörter blau und fett gemacht, weil über die möchte ich kurz sprechen. Wir haben erstens einmal distributed. Das ist ganz wichtig. Wir haben Verteilung, Kommunikation in der Sprache vorgesehen. Das macht einige Punkte leichter und reduziert den Entwicklungsaufwand. Das nächste, was ich vorher möchte, ist domänenspezifisch. Das ist jetzt keine Sprache für jeden. Das eignet sich nicht, damit ich Web-Applikationen mache. Das ist keine Sprache für Apps am Handy. Das ist eine Sprache für Industrieautomatisierung, Gebäude, nein, das, was ich vorher so gesagt habe über technische Prozesse. Und der letzte Punkt, was mir auch wichtig ist, Modelliersprache. Wer von Ihnen hat mal was von UML gehört? UML, Unified Modeling Language. Das ist auch eine Modelliersprache. Und sehr viele sagen dann, ja, in UML zeichne ich schöne Bilder, da schaut alles super aus. Dann generiere ich vielleicht ein bisschen einen Code draus und dann muss ich es aber händisch nachher programmieren. Und dann schaut es so aus. Ist nicht von mir, habe ich auf 9gag gefunden, weil da Herren Fotos machen. Und so darf eine Modelliersprache nicht sein. Eine Modelliersprache muss eine sein, die ausführbar ist, die in der ich arbeite. Das muss eigentlich meine Hauptsprache sein. Und das andere, was Modelliersprachen aber wichtig, warum haben Modelliersprachen wichtig? Modelliersprachen heben das Programmieren auf ein Abstraktionslevel. Ich muss mich nicht um jeden, Entschuldigung, Scheiß kümmern, weil die Sprache definiert viele Sachen. Und damit, das ist eigentlich, die 1131 ist schon so erste Modelliersprache, weil die definiert schon viel. Sie hat halt ein paar Sachen auslassen, weil man die damals, wie die 1131 gemacht worden ist, noch nicht gebraucht hat. Gut. Und wie schaut jetzt die Sprache aus? Die Sprache ist als Kernelement, hat es einen sogenannten Funktionsbaustein, genauso wie klassisches SPS-Programmieren. Das war ganz wichtig, das muss ich ganz gleich am Anfang sagen. Die Sprache 1499 haben dieselben Leute gemacht, die auch die 6F133 gemacht haben. Also das ist schon mal wichtig. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Verrückten, die da dahergekommen haben, sondern Leute, die wissen, was Automatisierungstechniker brauchen.
Und die haben gesehen, okay, wir haben einen Funktionsbaustein, das ist in der Automatisierungstechnik Usus. Wir haben eine gekapselte Funktion, das ist auch wichtig für Wiederverwertbarkeit und für Testbarkeit. Wir haben Eingänge, Ausgänge von Daten, das ist genauso wie in der klassischen SPS-Programmiersprache. Das sind sogar dieselben Datentypen, da steht irgendwo 6F133, das heißt, wir bauen auf dieser Sprache auf. Das Einzige, was neu dazugekommen ist und was das Ganze jetzt ein bisschen anders macht, wo man ein bisschen ums Eck denken muss, wenn man viel SPS programmiert hat, ist, wir haben jetzt da drüben was, das nennt sich Eventsteuerung. Und diese Eventsteuerung hat folgende Aufgabe. Die ist jetzt eingeführt worden, hauptsächlich, weil wir Verteilung unterstützen wollen. Das heißt, mit dieser Eventsteuerung sage ich diesem Baustein, wann soll denn was, wann er was da soll. Beziehungsweise der Baustein sagt mir, wann er fertig ist. Und damit kann ich jetzt sagen, ich möchte eine Nachricht übers Netzwerk schicken, weil ich fertig bin mit meiner Berechnung. Dann schicke ich da so ein Ereignis aus und es geht übers Netzwerk. Oder umgekehrt, ich habe vom Netzwerk was empfangen, dann sage ich dem Baustein, du, neue Daten haben da. Und das ist eben genau diametral zu dem scanbasierten Ansatz, den wir mit 1131 gehabt haben. Mit 1131 ist eher so, ich schicke was übers Netzwerk und zwar mit diesem klassischen Scan-Zyklus. Ich schicke Wert oder du, mach auf, so hat man vorher programmiert. Das, für kleine Systeme ist das gut, für größere Systeme kommt man irgendwann an die Grenzen. Und deswegen hat man dann sich entschieden, in der 1491 bewusst eine Eventsteuerung einzuführen. Hat auch ein paar andere Vorteile, das werden wir nachher sehen. Mit diesen Events kann ich ein paar Dinge besser modellieren, die ich in der 1131 bisher händisch programmieren habe müssen, was viel Arbeit war und fehleranfällig. Haben wir mittlerweile auch Beweise dafür. Gut, wir haben ganz starke Kapselung, wir haben keine globalen Variablen mehr, weil in einem verteilten System eben globale Variablen so schwarz behandelt sind. Jetzt haben die gesagt, meine Vorgänge im Standardisierungsgremium, die tun wir gleich mal weg. Macht ein paar Dinge schwerer, weil globale Variablen haben oft eine gute Möglichkeit, Dinge schnell, Quickfixes einzubauen. Aber wir wollen ja Qualität, wir wollen ja gute Software machen, wir wollen wiederverwendbare Software, deswegen das. Das andere, was man sich entschieden hat in der 1499, war, dass man gesagt hat, ich möchte alles explizit modellieren. Das heißt, auch wenn ich einen Hardwarezugriff habe, auch wenn ich kommuniziere, dann ist das ein Baustein. Ist ein spezieller Baustein, wo die gekapselte Funktion drinnen auf das I/O zugreift oder aufs I/O-System zugreift. Das hat ein paar Vorteile, dass das nicht irgendwo in einem Tool versteckt ist, sondern ich sehe das in meinem Programm und wenn ich das Programm nehme und anschaue, sehe ich das. Wir haben schon festgestellt, dass das zwar am Anfangsprogramm ein bisschen komplizierter macht, aber wenn man das ein bisschen schöner designt, wird das auch besser. Gut. Ich bin noch sehr gut in der Zeit. Das andere, was nur wichtig ist, so ein 1499 Baustein ist recht ein fauler Hund. Das passt recht gut zu mir. Der tut nämlich immer normalerweise nichts. Der liegt im Steuerungsprogramm drinnen und tut dort einfach einmal warten. Der wartet, bis er da über einen von seinen Eingangsevents einen Trigger kriegt, dann arbeitet er seine Sache ab und dann schaut er, ich bin fertig. Das kann, je nach Anwendung, auch Vorteile haben, dass die CPU-Last runtergeht. Hängt aber stark von der Anwendung ab, muss man sich genau anschauen. Gut, für die, die schon mal ein bisschen Steuerungen programmiert haben, wird die nächste Folie recht eindeutig sein. Wie programmiere ich denn jetzt so eine Steuerung? Ich nehme Bausteine, hoffentlich gibt es jemanden, der war so nett und hat mir da eine ganze Bibliothek an Bausteine zusammengestellt. Und habe jetzt da unterschiedlichste Funktionen. Zum Beispiel, ich spreche mit einem Roboter, die Förderband, ob, wie sollte mein Förderband sich bewegen, wie sollte die Maschine da das Teil einlegen, das könnten solche Bausteine sein. Gibt es recht komplizierte, große, komplexe Dinge, müssen wir dann drüber reden. Das Erste, was ich dann tue, ich kann miteinander die Daten verschalten. Datenverschaltung ist recht eindeutig. Würde sich nichts, ändert sich nicht wirklich was zu den grafischen Programmiersprachen, wie sie jetzt in der 6F133 verfügbar sind. Ich darf einen Ausgang auf mehrere Eingänge verbinden, brauche ich sehr oft. Was ich nicht darf, ist das Umgekehrte, von mehreren Ausgängen auf einen Eingang gehen. Auch ganz logisch, wenn ich jetzt da auf den mehrere ausschließen darf, dann wissen wir ja nicht, welche Werte der gültige war. Ich sage es nur dazu, weil manchmal ist es nicht uninteressant. Was ich dann als nächstes mache, ist, jetzt muss ich meine Eventverbindungen machen. Und da definiere ich jetzt, in welche Reihenfolge sollen die Bausteine abgearbeitet werden. Das ist was, was aktuell in SPS-Programmierung implizit passiert. Für die, die MATLAB Simulink programmieren,
DSA ähnlich, da ist auch implizit aufgrund der Datenverbindungen rechnet im Hintergrund der Algorithmus, in welcher Reihenfolge die Bausteine abgearbeitet werden sollen. Das funktioniert für kleinere Sachen sehr gut, für größere, gerade wenn man Rückkopplungen hat, wie da, helfen an die Events, dass das einfacher wird. Events darf ich auch wieder einen Ausgang auf mehrere Eingänge verbinden und ich darf auch umgekehrt einen Ausgang umgeht, das war vorher schon mal. Ich darf einen Ausgang auf mehrere Eingänge und ich darf zwei Ausgänge auf einen Eingang machen. Da darf ich das da. Das ist ein logisches Oder. Der Baustein, Vierer, wird getriggert, wenn der Dreier oder der Zweier was schickt. Wenn beide was schicken, dann halt nacheinander. Und so, was wollte ich jetzt dazu? Genau. Wie kriege ich denn meine Maus? Da ist mein. Ja, wurscht. Sieg ist. Da ist meine Maus. Ich wollte jetzt da so um. Sehr gut. Aber ich tue nicht ganz, was ich will. Und, dass ich wenigstens sehe, was als nächstes kommt. Nein, wollte ich noch nicht. Jetzt werden manche sagen, die recht viel schon so programmiert haben, na super, jetzt haben wir Datenverbindungen, jetzt kriegen wir die roten Eventverbindungen nur dazu. Wie wenn wir nicht schon Knutzen dort gehabt hätten. Das stimmt nur teilweise. Es ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Bisher war es so, dass sie in ihren SPS-Programmen schon ganz physische Events drinnen haben. Sie nennen es nur nicht so. Flankengetriggerte Booleans sind es nämlich. Ich glaube, das ist das, was Sie mir gerade zuflüstern. Das Problem an flankengetriggerten Booleans ist, die funktionieren super, nur da passieren öfter mal, oder es kann leichter passieren, dass ich da was falsch mache. Was bedeutet ein flankengetriggerter Boolean? Ein flankengetriggerter Boolean heißt, ich habe einen zuerst false gehabt, dann geht er auf true und wenn er von, null, von false auf true geht, dann gilt es. Dann gibt es da drin in dem Baustein ein if, der sagt, wenn von 0 auf 1 gegangen wird, dann tue das einmal und dann nimmer. So, jetzt kann es sein, dass irgendwer denn das auf 1 schalten vergisst. Passiert nicht so oft. Was viel mehr passiert ist, vergisst wer denn wieder auf 0 zurückzusetzen. Dann ist der immer 1 und sie setzen ihn wieder auf 1, 1, 1, aber er bleibt über 1. Damit ist das ein Problem. Das macht einer die Sprache da automatisch, weil der Event ist wirklich, ich sage über einen Arschtritt, tu was. Wissenschaftlicher Dirac-Impuls, der das da ausführt. Und damit macht es das Programmieren einfacher. Und da gibt es dann nur ein paar andere Probleme mit diesen flankengetriggerten Booleans. Ist er zu kurz auf True? Ist er zu lang auf True? Ist er zu lang auf False? Kriege ich das True nicht mit? Und wir haben mit mehreren Firmen diskutieren wir, wie man solche Sachen abbieten kann, weil die wirklich solche Probleme haben. Und wenn sie dann SPS-Programme haben, die über 100.000 Zeilen Code haben oder über 100.000 Funktionsblöcke, dann ist jede Zeile Code, das ist ein Sporn, weil da kann der Fehler drin sein, natürlich sehr, sehr wichtig und bringt was für die Effizienz. Genau, das ist der große Vorteil für so Events und bei Ablaufsteuerungen ist sogar so, dass ich fast keine blauen Linien mehr habe, sondern nur mehr Events. So Dinge wie liebe Arm voraus, Roboter, nimm mir den Teil von da und sag mir, wenn du fertig bist. Das sind Dinge, die das Ganze recht viel einfacher machen. So, jetzt haben wir unsere Applikation für die Steuerungsprogrammierer unter uns. Was fällt uns denn bis jetzt? Was ist aktuell anders, wenn wir echte Steuerung programmieren? Die fällt zum Beispiel, ja. Ja, Inputs, Outputs ist da drin versteckt. Haben wir einen Baustein, ja. Was viel wichtiger ist, wir haben noch gar keine Hardware. Das ist nämlich der große Unterschied von der 1499 in der SPS-Programmierwelt. Das Erste, was Sie aktuell tun, wenn Sie mit einem 1131-Tool anfangen, ist einmal, Sie konfigurieren Sie Ihre Hardware. Was habe ich für CPU? Was habe ich für Zyklen? Was habe ich für Tasks? Was habe ich für Programme? Und dann programmieren Sie. Die 1499 hat bewusst den anderen Weg gewählt. Wir programmieren einmal die Logik. Das ist einmal die Funktion. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele CPUs wir haben. Nur kein Netzwerk. Das ist wurscht. Richtig gute Tools kann ich da schon testen. Das heißt, ich kann unabhängig von meiner Hardware mal zum Testen anfangen. Gerade wenn es um die reine Funktion geht. Wenn ich jetzt einen Algorithmus habe, der berechnet, wie sich der Roboter bewegen sollte, dann kann ich das da schon mal testen. Da brauche ich einen echten Roboter gar nicht. Und das sind Vorteile, die spannend sind. Gut, aber wir wollen steuern. Und steuern heißt, wir müssen irgendwo mit der echten Welt reden.
Wir haben vorher über Echtzeitsysteme geredet. Deswegen hat der 1491 was, das nennt sich Systemmodell. Und im Systemmodell gibt es dann unsere Steuerungen. Und 1491 sagt bewusst, wir haben mehrere dieser Steuerungen, die reden mit dem Prozess. Und damit, wie haben meine IOs? Und auf der anderen Seite haben wir die Kommunikation. Wie haben diese Steuerungen jetzt miteinander vernetzt? Und das ist schon mal recht ein spannendes Modell, weil das ist was aktuell bisher keiner kennt. Das ist, da habe ich letztens auch mit einem Forscher aus Finnland geredet, der dann gesagt hat, insbesondere das Kommunikationsmodell und das explizite Darstellen der Kommunikation ist recht eine spannende Geschichte. Wir haben aber auch, und weil wir ja Modelliersprache haben, für die Domäne nur mehr Informationen über die Geräte. Wir haben dann auch innen drin ein Modell, wo man sagt, wir haben wieder mehrere Ressourcen, das sind logisch getrennte Einheiten. Wir haben ein Netzwerkinterface, ein Prozessinterface. Und in dem Prozessinterface, um auch schon ein bisschen auf die Frage da auf dem Bildschirm einzugehen, ist dann das Thema, wie man mit den IOs interagiert. Da hält sich unser Standard relativ vage. Bin ja über jeden Feedback froh, wie wir den Standard verbessern können in die Richtung. Gut, was mir wichtig war, warum ich die Folie jetzt trotzdem noch bringe, ist, in die Ressourcen ist dann dort, wo unser Steuerungsprogramm am Ende vom Tag ausgeführt wird. Das heißt, wir haben da unten in der Ressource eine sogenannte Scheduling-Funktion, die dafür sorgt, dass die Bausteine, die Events zugestellt werden, dass die Bausteine ausgeführt werden und wann die Events schicken, dass die anderen zugestellt werden. Und da haben wir dann die Bausteine, die zum Beispiel aufs Prozessinterface zugreifen, wir haben Bausteine, die aufs Netzwerkinterface zugreifen. Und deswegen ist das eigentlich eine sehr, sehr zentrale Komponente in dem Modell, weil ich mich da um gewisse Dinge nicht mehr kümmern muss, die dann da implizit drinnen haben. Gut, so, wir haben jetzt zwei Modelle. Wir haben das Applikationsmodell, wir haben das Systemmodell. Die zwei Modelle haben jetzt noch komplett getrennt. Und irgendwie am Ende von dort müssen wir die zusammenbringen und dafür hat der Standard was definiert, das nennen sie Verteilungsmodell. Und in dem Verteilungsmodell kann ich jetzt sagen, wo soll denn was laufen? Und das kann dann so weit gehen, dass ich sage, okay, der 1er läuft da, der 2er da, der 3er und der 4er da in der Mitte und der 5er läuft dann da am 4er. Und das ist recht praktisch, weil das kann ich jetzt recht flexibel ändern. Ich kann auch sagen, ja, der 2er sollte um. Und damit kann ich recht schnell reagieren auf unterschiedliche Sachen. Wenn zum Beispiel das Gerät überlastet ist oder das Gerät überlastet ist, dann kann ich das recht einfach hin und her schieben. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, ändert sich da unten was, hat das keine Auswirkung auf meine Funktion. Und das ist schon mal recht eine praktische Geschichte, weil es passiert schon auch in recht späten Entwicklungsstadien, dass da unten an der Hardware was geändert wird. Ein Sensor kommt weg, irgendwas muss umverdrahtet werden, die Steuerung war zu groß, die hat im Schaltschrank nicht Platz, habe schon alles Mögliche gehört. Also da gibt es wirklich die wildesten Geschichten, was heutzutage, wenn man es mit aktuellen Technologien macht, dann recht viel Aufwand hast. Je später im Entwicklungszyklus, desto blöder. Jetzt müssen wir uns aber nur Gedanken machen über die Kommunikation, also ich kann da mehrere Applikationen haben, wir können uns auch Gedanken über die Kommunikation machen. Weil, wenn wir es jetzt so verteilen täten, wie ich da gerade gesagt habe, dann haben wir zum Beispiel uns den 1er Baustein hernehmen, dann kriegt der alle seine Ein- und Ausgänge nur übers Netzwerk. Was jetzt nicht schlecht ist, das ist nur eine Feststellung. Und wenn wir nach dem Mapping in unsere Devices reinschauen, dann schaut es so aus. Das heißt, ich habe meine zwei Bausteine eingemappt und da haben jetzt nur Stummelchen dran. Weil der Standard sagt, wir wollen alles explizit haben. Ganz, ganz wichtig, wir tun nicht implizit. In andere Programmiersprachen, in Middlewares, würde man vielleicht da automatisch Variablen anlegen und man würde irgendwie übers Netzwerk schicken und da muss man sich in 25 Konfigurationsfiles das anschauen, wie es funktioniert. 1491 geht den anderen Weg und sagt, wir müssen da jetzt explizit Kommunikationsblöcke einführen. Das heißt, wenn wir uns den Baustein da anschauen, dann brauche ich da einen Baustein, der sagt, ich empfange jetzt den Event und die zwei Daten vom Netzwerk. Kommt einer, schickt es einen Baustein und braucht einen Baustein, der es ausschickt. Und auf der anderen Seite muss das natürlich einer kämpfen. Das,
Und da hängt es jetzt sehr viel vom Tool-Support ab, ob das automatisch generiert wird oder ob Sie das händisch einfügen müssen. Händisch einfügen hat bei den Tools, die ich aktuell kenne, den großen Vorteil, dass unser Hirn recht gut ist und wir das recht gut optimieren können. Weil es gibt ein paar Sonderfälle, die sind ein bisschen tricky, wenn man ein paar Sachen macht. Automatisiert hat natürlich den Vorteil, dass man sich um das gar nicht kümmern muss. Dafür ist vielleicht die Performance nicht so gut. Und da gibt es halt Mittelwege, die man sich anschauen muss. Aber was ist der große Vorteil von der ganzen Geschichte? Wieder, wenn in einem späten Entwicklungszyklus das Device wegkommt oder das Device aufgrund von einem zweiten Programm oder von einem anderen Programm überlastet ist, dann schiebe ich den Baustein einfach da um. Das Gerät ist weg, die zwei Bausteine kommen weg und ich bin glücklich. So schnell, ich habe letztes Mal live vor Kunden eine Demo gemacht mit einem Tool, das ich nachher noch kurz präsentieren werde, waren 5 Klicks, waren überhaupt, vielleicht waren es noch 3. Und das ist ein Punkt, der dann natürlich die Entwicklungseffizienz, von der wir gesprochen haben, wesentlich erhöht. Weil da oben wird nichts verändert. Unser Steuerungsprogramm bleibt gleich. Ganz so, das ist ein wichtiges Mantra da. Dasselbe gilt jetzt, wenn das ein IO-Baustein ist, dann kann ich da unten auch noch gerätespezifische Parameter vergeben. Weil da weiß ich erst, wenn das irgendwo der Temperatursensor für den Raum ist, der Baustein, oder da drinnen der Temperatursensor für den Raum angefragt wird, dann weiß ich erst zu einem sehr späten Zeitpunkt, wo ist er wirklich angeschlossen worden. Hängt er jetzt da am Analogeingang 25 am dritten Pin oder hängt er da herum? Und das sind die Dinge, die ich da sehr, sehr spät abfangen kann. Dann muss ich entweder Kommunikation einführen. Genau. Und dann erwarte ich mir in Zukunft von Tools, dass man sagen, hey, du hast vielleicht einen Blödsinn gemacht. Weil das heißt natürlich, Kommunikation kann schlecht oder gut sein. Das muss man sich anschauen. Also es macht nicht jede Verteilung Sinn. Das ist ein wichtiger Punkt. Und deswegen gibt es ja Menschen, die sagen, wir hätten gern Tools, die uns unterstützen beim Verteilen. Die sagen, können wir das vielleicht optimieren. Kann man machen, muss man nicht. Das, was ich mitgekriegt habe mit vielen Menschen, mit der IRE aus der Automatisierungstechnik, die würden gerne das händisch zuordnen, wo was rennt, weil es später dann beim Debugging oder wenn sie anschauen wollen, wo rennt denn was, das, über das möchten sie aktuell nur Kontrolle haben. Aber ich habe einen Kollegen in München, der dissertiert zu dem Thema, wie kommt man denn so eine Verteilung automatisieren, unter Berücksichtigung beste CPU-Auslastung, Netzwerkauslastung, solche Sachen. Das ist der große Vorteil von dem Modell, weil das alles da drinnen steckt. Das sind Informationen, die wir auslesen können und dann in Tools verarbeiten können. Gut, jetzt wollte die 1499 definiert auch einige Bausteintypen, wie dann die Bausteine programmiert werden können. Wenn ich so auf die Uhr schaue, möchte ich nicht alle dazu, ich wollte einen bringen, das ist der sogenannte Basic Function Block. Der Basic Function Block ist der Hauptblock, der für Programmierer wie Sie interessant ist. Da definieren Sie, wie man so eine Steuerung programmiert, so einen Ablauf. Und die 1499 definiert es so, dass so ein Baustein jetzt ein oder mehrere Algorithmen haben kann. Algorithmen dürfen mit jeder Sprache programmiert sein. Der Standard hat eine Präferenz zu den 1131 Sprachen, weil das halt dann das Migrieren von alt auf neu leichter macht. Wir haben auch schon so damit gearbeitet, dass wir bestehende SPS-Programme da reinkopiert haben und einmal geschaut haben, wie viel das da geht. Muss man sich ein bisschen, hängt ein bisschen vom Tool ab, das sie benutzen, wie viel funktioniert, was geht nicht. Das Wichtige aber vom Basic-Baustein ist dieser sogenannte Execution-Control-Chart. Das ist ein wenig ein sperriger Name, deswegen die meisten sagen nur ECC, weil das ist dann leichter zum Aussprechen. Und dieser ECC ist eine Zustandsmaschine. Und diese Zustandsmaschine ist jetzt angelehnt an SFC, für die schon oder Ablaufsprache, Ablaufsprache heißt auf Deutsch, oder für die Siemens-Programmierer unter uns, Siemens Graph. Ist aber nicht. Es ist näher an der UML-State-Chart. Ich arbeite jetzt mit ein paar Menschen aus der UML zusammen. Ich habe gerade die Woche einen Vortrag gehalten vor lauter UML-Modellierern. Die finden das auch recht spannend. Das ist eine eventbasierte Zustandsmaschine, wo man der Doppelte ist der Initialzustand und wenn ein Event reinkommt, geht man in einen anderen Zustand, dann habe ich Actions, die werden einmal ausgeführt, wenn der Zustand eingegangen wird, zum Beispiel Algorithmus ausgeführt und ein Ausgangsevent geschickt. Und dann kann man da, wenn der Zustand fertig ist, wird rekursiv geschaut, ist nur Bedingung erfüllt für eine so Transition, zum Beispiel konnte da drinnen die Variable 1 ausgerechnet werden und wenn da aus der Berechnung rauskommt, die Variable ist größer 5, gehen wir gleich wieder auf und warten um. Wenn nicht, bleiben wir da
und warten auf ein neues Eingangsevent. Und wenn dann die Variable gleich 5 ist, gehen wir da oben, rechnen nur ein bisschen was und gehen auch wieder zurück auf. Das ist jetzt ein recht einfacher Automat, um mal zu zeigen, wie sowas ausschaut. Und das ist auch so eine Message, die ich gerne mitbringen möchte. Diese Automaten haben einen riesengroßen Vorteil. Mit denen kann man nämlich über die Abläufe sprechen. Sehr oft kommen Studierende, meine Studierenden zu mir, du Alois, oder sehr oft, ab und zu, mein Function Block tut nicht das, was er da soll. Dann sitzen wir uns hier und dann sage ich mir, erklär mir mal, was hast du programmiert. Und allein, weil wir darüber reden, weil wir uns das Büdel ausschauen, findet man sehr oft schon einen Fehler. Und das ist schon mal möglich und man sieht das sehr schnell. Also wenn man das auch ein bisschen Übung hat, schaut man drauf, dann versteht man schon recht schnell, auch wenn der ein bisschen größer wird, wie das funktioniert. Und das ist einer der Messages, die ich da heute mitgeben möchte, was ein Vorteil von so grafischen Sprachen sein kann. Insbesondere, wenn man recht schnell, recht kurz Steuerungen raushauen muss, dann hat das schon einen Vorteil, weil man das oft besser sieht. Wir haben aber Zahlen dafür, das heißt, dann müssen wir das nicht nur glauben. Da sind jetzt ganz viele Dinge drin, wie das heißt. Ein ehemaliger Diplomant von mir und sein Diplomant haben diese tolle Arbeit gemacht, haben wir für einer die Folie geliehen, die haben wir es gegeben, dass ich es auch da präsentiere. Eine traumhafte Arbeit, weil die haben sich nämlich die Gedanken gemacht über Softwaremetriken, mit denen man Programmiersprachen vergleichen kann, haben sie das gleiche Programm in 1131 und in 1499 geschrieben. Das haben sie einmal da für diese Maschine gemacht, das ist eine Labormaschine, die bei denen steht, wo Studierende SPS programmieren lernen. Da ist ein Rüttelförderer, da kommen kleine Heißleiterwiderstände raus, die muss dieses Portal nehmen. Da ist ein kleines Messgerät drinnen, die misst den Heißleiterwiderstand. Und je nachdem, ob er gut oder schlecht ist, kommt er dann da oder da abgeklickt. Einer. Also so eine Art 100% automatisierte Qualitätsprüfstation. Das ist so eine ganz klassische Ablaufsteuerung, wo man sagen muss, tu das, dann tu das und dann tu das. Und dann haben wir da herum also eine Prozessanlage, wo sehr viel über Regelungstechnik gemacht wird, kontinuierliche Prozesse. Und man sieht die Zahlen, also die Zahlen haben wirklich so Programmlänge, Aufwand, wo haben wir da Aufwand, Difficulty, also wie kompliziert ist das Programm. Und wenn man sich jetzt die Werte gegenüberstellt, dann schauen die ganz spannend aus, weil da steht 100, nein, da steht 46. Nur spannender ist die Zahl da steht irgendwas 500.000 zu 100.000 oder 580 zu 150.000. Jetzt weiß man nicht, ich kann leider nicht sagen, ob das absolut ist, aber zumindest von den Metriken heißt es, dass der Aufwand auf jeden Fall weniger ist in dieser neuen Modelliersprache. Und das ist schon einmal eine Zahl, mit der man arbeiten kann. Das ist schon eine wichtige Sache. Da drüben haben wir nicht ganz so gut, weil die Struktur vom Programm ein bisschen anders ist. Das heißt, man muss es immer anschauen. Es gibt Bereiche, wo die klassische SPS-Programmierung super ist. Also das sollte jetzt auch überhaupt kein Bashing gegen SPS-Programmierung sein. Wir brauchen SPSen, wir brauchen verschiedene Programmiersprachen für die SPSen und man muss die richtige aussuchen. Und das möchte ich mit derer Dings nur mal auch dazu sagen. Insbesondere sind beides nur mit einer Steuerung. Das heißt, wenn man da Verteilung noch reinbringt, dann müssen wir sich sowieso nur mal neu anschauen. Aber das war die erste Arbeit in die Richtung überhaupt. Und ich habe sehr einen großen Neid, dass das nicht mir eingefallen ist. Gut, das war jetzt mein kurzer Überblick über die 1499. Ein paar Folien hätte ich noch. Und Zeit schaut auch nicht so schlecht aus. Und zwar, was hilft mir die beste Modelliersprache, die beste Programmiersprache, wenn ich keine Tools dafür habe? Ich habe da dieses sehr pointierte Twitter-Bild gehört. Ich habe so eine Hypothese und je länger ich im Geschäft bin, desto mehr glaube ich, dass das wirklich stimmt. Was wir wirklich brauchen, sind gescheite Tools. Ob es jetzt für 1131 ist, ob es für 1499 ist, diese Sprachen, diese domänenspezifischen Modelliersprachen, wissen sehr viel. Da ist sehr viel implizite Sachen drinnen, wie Sachen zusammenhängen. Und wenn ich da gescheite Tools baue, dann kann ich den Entwicklungsaufwand nur mehr reduzieren. Und ein anderer Punkt, das ist aber so ein Nebenschauplatz ein bisschen, ist auch das Thema Usability, User Experience. Was ich erlebe, ist, dass Tools einfach von Programmierern für Programmierer gebaut werden, die sich nicht viel Gedanken darüber machen, dass Programmierer vielleicht auch Menschen haben und dass man da vielleicht, oder User haben, und dass man da ein bisschen über Usability nachdenken sollte. Und eigentlich, wir haben alle so. Weil ich lade mir so ein Tool ab und dann will ich da mal umklicken und dann will ich innerhalb von 5 Minuten mein erstes Ergebnis und wenn ich da nichts zusammenbringe, dann haue ich es weg und ich tue es wieder deinstallieren. Und das ist, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in die Richtung auch drüber nachdenken. Und
Es ist ein bisschen Eigenwerbung, weil ich Mitgründer und aktuell Projektleiter von dem Ding bin. Wir haben vor ein paar Jährchen ein Open-Source-Projekt ins Leben gerufen, das Eclipse for the Arc-Projekt, das ein Projekt ist, wo Sie 1499 ausprobieren können. Das soll für Menschen wie Sie das Leben einfacher machen, einfach einmal ein Gefühl zu kriegen, kann die Programmiersprache oder die Modelliersprache das, was ich jetzt da so verspreche, auch wirklich halten. Also damit können Sie es selber ausprobieren, weil wir können es was glauben oder auch nicht. Da geht es wirklich runter. Das Ding gibt es schon länger. Das ist ein Screenshot vom Tool. Wer es nachher live sehen will, ich habe eine Entwicklerversion mit. Da können wir ein bisschen umklicken. Uns gibt es jetzt nicht seit gestern, sondern seit 2007. Es ist jetzt auch nicht irgendwo ein kleines Hobbyprojekt vom Herrn Zeutl, sondern das ist ein Open-Source-Projekt, das offiziell Eclipse-Projekt ist, von der Eclipse Foundation kuratiert. Wir schaffen es üblicherweise so 2 Releases pro Jahr zu machen, je nachdem wie viel Zeit wir haben. Sie kriegen eine Entwicklungsumgebung und auch ganz wichtige Laufzeitumgebung. Die Lizenz ist relativ kommerziell, also wie sagt man da, industriefreundlich, formuliere ich es mal so. Sie dürfen das Ding auch in kommerziellen Projekten einsetzen. Sie dürfen Erweiterungen programmieren, die Erweiterungen gehören Ihnen. Oder Sie geben es uns retour, wie Sie wollen. Und ja, das war es eigentlich zu dem Ding. Und damit können wir jetzt schon mal so erste Dinge machen. Und ein wichtiger Punkt war die Laufzeitumgebung, weil dieses eventbasierte Modell bedeutet, ich muss auch ein bisschen darüber nachdenken, wie führe ich das aus. Das ist mein Steckenpferd, ich habe dazu einmal Doktorarbeit geschrieben, dann ist das Ergebnis rausgekommen, ist eben eine Softwareinfrastruktur, die da einmal die Hardware abstrahiert. Das ist schon mal ganz spannend, dass die Steuerungshardware, dass das, was oben ist, die Applikation, das Steuerungsprogramm unabhängig von der Hardware wird. Da ist der I/O-Zugriff drinnen, da ist die Real-Time-Execution und Zeithandling. Und da oben habe ich Application Area getauft, das ist da, wo Ihre Programme laufen. Und das Ganze ist wirklich so wie ein Schutz, manchmal sage ich so eine Lightweight-Container-Architektur. So wer mit Docker mal Erfahrungen gemacht hat, Mini-Dockers würde ich es nennen, wo Ihr Steuerungsprogramm in einer definierten Umgebung läuft und es wird sich gleich verhalten, egal auf welcher Steuerung. Und das können wir mittlerweile für ganze Lotten von Steuerungen machen. Sie sehen da, das sind ein paar, die wir schon unterstützen. Ole darf ich leider nicht offiziell sagen. Es kommen aber mit jedem Release neue dazu. Da gibt es so Dinge wie Lego Mindstorms, mit denen wir jetzt sehr viel machen, weil es einfach eine schöne Hardware ist und man schön Maschinen bauen kann. Und Studierende und Professoren können sich nicht so leicht verletzen. Aber auch Industriesteuerungen wie Bachmann, wie Bosch Rexroth, wie Avago. Wir haben einen Studenten, der hat es auch auf der Keber-Steuerung laufen. Also das ist von dem her kein Problem. Genau. Und was kann man dann jetzt machen, weil wir ja, um wieder den Rückschluss zum Anfang zu kriegen, wenn wir jetzt unsere Laufzeitumgebung nehmen, unser Tool, dann können wir da oben ein verteiltes System programmieren. Man sieht da zum Beispiel 3 Steuerungen. Und auf der anderen Seite kann ich jetzt einen ganzen Hardware-Zoo an unterschiedlichsten Steuerungen haben. Ich kann mir jetzt wirklich die Steuerung, die von der Hardware für die jeweiligen Teile meiner Maschine am besten geeignet ist, aussuchen. Und das könnte eine Festo-Ventilinsel sein, das könnte, was nennen wir da, das schaut ein bisschen aus wie eine Kebersteuerung oder einfach ein Raspberry Pi oder BeagleBone Black. Das ist dann relativ egal. Und ich habe jetzt das alles in einem Projekt drin, ich konfiguriere alle Steuerungen aus einem Projekt, ich programmiere die aus einem Projekt, debug die aus einem Projekt. Und wenn es sein muss, machen wir auch nur eine Cloud-Verbindung, weil wir ein paar Protokolle haben, damit wir das Ganze auch noch mit einer Cloud verbinden können. Und das hat schon ein Thema. Und das passt jetzt perfekt wie Faust aufs Auge, weil auf der übernächsten Folie kommt das ganze Thema Open Source im industriellen Umfeld noch dazu. Und dann schaut es zum Beispiel live so aus, das ist eine Demo, die wir in München aufgebaut haben, bei meiner letzten Firma. Da haben wir da hinten so eine kleine Einheit, das ist so eine Einlegeeinheit. Das ist wirklich ein Beispiel, das wir sehr oft benutzen. Was haben wir da? Da haben wir eine Festo-Steuerung, haben wir ein BeagleBone Black mit Embedded Industrie-IOs, also die IOs gibt es beim Konrad da zum Kaufen, werden eingesetzt für Serienmaschinenbau, eine Revolution Pi, eine Bosch-Steuerung und ganz spannend ist das Ding da, das ist eigentlich ein Router. Das ist das Ding, so wie Sie daheim haben, wo es dann bei Lee West ausstecken oder die SIM-Karten von irgendeinem anderen einstecken und der Hersteller von dem Router, der kommt aus Regensburg,
Insys ICOM heißt er. Und die hat von Anfang an erlaubt, dass man da eigene Software einspielt. Und wir haben da unsere Laufzeitumgebung drin und damit ist der Router, den Sie sowieso in Ihrem Netzwerk brauchen, eine Steuerung geworden. Und ändert auf einmal komplett Ihre Steuerungsinfrastruktur. Und das finde ich schon ganz nett. Das sind so Themen, wo ich einfach sagen kann, okay, das hat jetzt, die Funktion ist jetzt ein Router und ein SPSC-ON. Und trotzdem, das sind so Dinge, wo ich sage, wo jetzt neue IT-Technologien ein bisschen unser Denken und unsere Sichtweise auf Steuerungswelten verändern. Ich habe auf der einen Seite die Vorteile von der IT-Hardware, das ist eine coole IT-Hardware, und auf der anderen Seite die Vorteile von der SPS-Programmierumgebung. Ich kriege schnell und einfach mein SPS-Programm zum Laufen. Und das sind die Dinge, wo es ein bisschen hingehen kann. Gut, das Ganze haben wir dann auch in einen Gressern-Demonstrator eingebaut. Da haben wir 35 Steuerungen drinnen, im letzten Demonstrator waren es nur 15. Da haben wir ein bisschen andere Kommunikationsarchitektur auf OPC-UA, das lasse ich aber heute weg, weil ich glaube, es tut es dann langsam. Und man sieht es da schon, da wird wirklich ein Vordiag umprogrammiert, da haben wir einen Kuckuck-Roboter, wir haben Lasergravierer, also da waren Rundtaktische, da waren nicht alle Stationen mit Vordiag, das hätte mich sehr gefreut, sondern es war wirklich ein Konglomerat an unterschiedlichsten Steuerungen, die da zusammengearbeitet hat, mit der man dann diese Maschine zum Laufen gekriegt haben und auf der Automatica 2018 ist das Ganze gelaufen. Haben wir kleine Fidget-Spinner zusammengebaut. War recht interessant. Für das, dass in diesem Demonstrator wirklich nur Vorserienprodukte und Prototypen drin waren, innerhalb von knapp 6 Monaten haben wir das aus dem Boden gestampft und bin sehr stolz auf meine damaligen Mitarbeiter und auf die anderen Kollegen aus dem VDMA-IAS-Arbeitskreis, dass wir das überhaupt zusammengebracht haben. Es war am Anfang nicht ganz klar, dass das was wird. Gut. Damit komme ich zu den letzten 4 Folien und es geht ein bisschen um das Thema Open Source. Open Source Software ist gerade ein sehr, sehr heißes Thema. Es wird sehr kontroversiell diskutiert in unterschiedlichsten Bereichen. Und gerade wenn Sie anschauen, wenn Sie Amazon Web Services kennen, wenn Sie sich Google anschauen, Ihre Android-basierten Phones, da ist, weiß ich nicht, die Kernsoftware 80% Open Source drinnen. Und das ist gerade, wie man sieht, wie Open Source die ganze Landschaft der IT innoviert. Und Open Source ist jetzt ein ganz anderer Zugang. Wer von Ihnen weiß, was Open Source ist? Fangen wir mal von der anderen Seite an. Das ist nur der hintere Teil, davor vorne ein bisschen. Nur ganz kurz, Open Source ist eine Idee, die kommt von einem Herrn, der heißt Richard M. Stallman, ist die Idee zu sagen, ich möchte, dass der Quellcode meiner Software frei verfügbar ist. Und ich möchte mit gewissen Mitteln des Copyrights auch schützen, dass diese Software weiterhin offen bleibt. Das finden manche, die sagen, Software ist mein IP, nicht so cool. Ist halb so schlimm, wie die meisten glauben. Also IP-Thema ist gegessen, Open Source und IP ist auch gegessen, man muss nur wissen, was man tut. Es ist im Prinzip einfach ein Lizenzvertrag, den Sie mit dem Open Source-Lieferanten eingehen. Wenn Sie bei Microsoft oder Windows kaufen, wenn Sie sich bei Apple ein, was immer, macOS oder irgendeine Mac-Software kaufen, dann ist diese tolle Euler dabei, wo jeder dann runterscrollt und sagt, ja, habe ich eh nicht gelesen. Und Open Source ist nicht viel anders, da gibt es eine sogenannte Open-Source-Lizenz, da steht drinnen, unter diesen Bedingungen darfst du die Software nutzen. Wenn du die verletzt, dann hast du deine Nutzungsrechte verwirkt. Und dann gibt es Möglichkeiten, ob man das wieder heilen kann oder nicht. Und das ist einfach Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist diese ganze Angst und Bange machen, was um Open-Source passiert, eigentlich schieben wir mal zur Seite und sagen einfach, ich muss da einen gewissen Prozess einhalten. Wenn ich das tue, ist Open-Source cool. Und ich kann damit sehr viele coole Dinge machen. Und falls Sie das interessiert, ich habe auch an Leitfäden mitgeschrieben, Open Source im industriellen Umfeld, wie man Open Source Software richtig und gut einsetzt. Es gibt in Deutschland auch einen Verein, der Ihnen dabei hilft, die Open Source Automation Development Labs, mit Herrn Dr. Emde. Also das ist für mich, das ist ein Thema, das können wir einfach sagen, ja, ist gegessen. Viel wichtiger ist, warum möchte ich überhaupt Open Source machen? Und der erste Punkt, an der sehr oft kommt, also das ist jetzt mal ein Panel, das habe ich vom Automation World hergenommen. Das ist jetzt, war im September 18, ist auch schon wieder eine Zeit lang her. Ich habe ein bisschen gesucht, warum könnte man denn Open Source wollen? Ich habe jetzt da eine Studie gefunden aus der Schweiz von 2015. Leider gibt es nicht wirklich was Neueres. Ich hätte versucht, in der Vorbereitung für diesen Vortrag wirklich was Besseres zu finden.
Wenn Sie googeln Open Source Studie Schweiz, finden Sie das Bild ganz einfach. Auch in Deutsch, ich habe da nur die englischen Texte drüber geklickt. Und da sieht man auch ein bisschen, wie sich die Punkte verändert haben. Da steht was von reduzierten IT-Kosten. Das ist in dem Fall auf Platz 3. Wobei es in vielen, vielen Fällen, weil Open Source ja grundsätzlich einmal kostenlos ist, nicht um die Lizenzkostenersparnis geht. Es geht jetzt nicht darum, dass ich gratis Software kriege. IT-Savings und auch die Ersparnisse, die Sie bei Open Source kriegen, sind oft viel vielfältiger. Es geht darum, dass Sie mit Open Source oft viel mehr Entwickler kriegen, weil sich die mit diesen Technologien schon auseinandergesetzt haben. Es geht darum, dass diese Software oft leichter funktioniert. Mein Standardbeispiel ist immer, ein Steuerungshersteller, den ich kenne, hat sein SPS-Betriebssystem von was Proprietären auf Linux umgestellt. Das hat dazu geführt, dass dann das Portieren aller seiner Software, was vorher Jahre gedauert hat, auf Monate geschrumpft ist. Und das sind Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Weil ich zum Beispiel auf einmal offene Standards habe mit standardisierten Schnittstellen, die klar dokumentiert sind. Ich habe einen offenen, also was auch ja in diesen Räumen ganz wichtig ist, ich habe einen Open Innovation Ansatz. Ich kann mit ganz einfachen Regeln mit meinem Konkurrenten oder mit meinen Partnern zusammenarbeiten. Das ist super. Also auch aus meiner Sicht, jetzt, ich kann das aus über 15 Jahre Open Source Erfahrung sagen, was wir mit Eclipse Fordiac geschaffen haben. Wir können jetzt mit vielen, vielen Leuten zusammenarbeiten und sagen einfach, okay, das ist die Basis, auf der können wir aufbauen und entweder wir geben es wieder in die Basis retour oder wir machen speziell, aber wir haben einfach einen Common Ground, von dem wir loslegen können. Und das ist unpackbar, wie viel das dann bringt in Richtung Innovation. Wir haben vor 2-3 Wochen einen Workshop rund um unser Open Source Projekt hier in Linz gemacht. Wir hatten Besucher aus Indien, aus USA, aus Schweden, Finnland, Norddeutschland. Und was dieses offene Diskutieren gebracht hat, unwahrscheinlich. Einfach ganz neue Ideen, neue Sichtweisen auf unsere Software. Gerade vom Thema Usability zum Beispiel. Weil wir auf einmal offen miteinander diskutieren. Das Problem ist, das kriege ich halt nicht geschenkt. Also Open Source Software ist kein Selbstläufer, das heißt, ich muss mich da auch damit beschäftigen und auch darüber nachdenken, wie ich das Ganze mache. Ja, das ist einfach so mein Plädoyer. Wenn Sie mir nicht glauben wollen, dann können Sie auch gern Bosch glauben. Bosch ist ein Konzern, ich weiß gar nicht, wie viele 100.000 Mitarbeiter der aktuell hat, wesentlich größer als Siemens. Und die machen seit steht da irgendwo ein Datum um? Das ist ungefähr 2 Jahre jetzt alt, aber Bosch macht seit, ich glaube, 5 Jahren extensiv Open Source Software. Insbesondere alle Software im Bereich IoT, wenn Sie jetzt so diese Bosch IoT Suites, die sehr viel rumgeistern, wenn Sie diese vernetzten Lampen und ein paar Dinge, die jetzt Bosch auch für den privaten Heimautomatisierungsbereich bringt. Das passiert alles auf Open Source Software. Bosch selbst hat bei der Eclipse Foundation mindestens 5 Open Source Projekte gegründet und selbst quasi ihr IP in diese Welt eingebracht. Und Bosch sagt, das war extrem wichtig, weil damit haben sie Partnerschaften machen können, damit haben sie zeigen können, dass sie da der richtige Partner sind, dass sie auch für Mitarbeiter attraktiv sind. Ganz eine spannende Geschichte. Und wenn einmal Bosch sagt, ein Thema wie IoT, das schaffen wir nicht alleine, da brauche ich Partner. Finden Sie auch im Internet. Also das ist wirklich nichts, das ist alles noch online. Ich habe gerade heute in der Früh einen Twitter-Post gelesen, dass Bosch das wieder erneuert hat, mit irgendeinem neuen Statement. Ich kann es Ihnen nachher dann raussuchen. Also ganz eine spannende Sache. Und ein letztes noch, dann bin ich auch schon am Ende. Ist diese Folie hier ein anderer Grund, warum Sie vielleicht Open Source haben wollen, täten, ist auch Sicherheit. War heuer im Mai auf heise.de, geht es um die Siemens-Logo-Steuerung. Und ja, es war eine kritische Lücke drinnen. Das passiert allen von uns, also da nehme ich mich nicht aus. Das viel Schlimmere ist das Ding hier. Ich weiß, ich habe leider Gottes, das hätte mein Fehler, das habe ich gestern vergessen. Ich habe nicht gegoogelt, ob Siemens jetzt mittlerweile ein Update hat oder nicht. Aber das war die erste Pressemitteilung. Von einem PR-Statement ist das verheerend. Ich habe gerade am Mittwochabend in einer Zugfahrt einen Kollegen getroffen
Und der hat mir erzählt, Kalifornien verabschiedet gerade ein ganz strenges Sicherheitsgesetz für IoT-Geräte. Und das heißt, sie müssen in Zukunft auf ihre Software warten können, updaten können. Ich habe sogar Aussage von TÜV Süd in München, die sagen, Open-Source-Software ist ihnen in sicherheitskritischer Software viel, viel wichtiger, viel, viel interessanter, weil Sicherheitslücken, Fehler werden offen dokumentiert. Wenn Sie jetzt irgendwas kaufen, was proprietäres von einem Hersteller, viel Glück, wenn er Ihnen sagt, dass was kaputt ist. Warum sollte er? Müssen Sie schon sehr gute Verträge machen und dann auch noch beweisen. Open Source geht hier ganz offen ran, geht anders ran, wird offen diskutiert, wird auch offen gefixt. Oft ist der Bugfix früher da, als die Lücke veröffentlicht wird. Aber was müssen Sie dann aufpassen? Wie kriegen Sie den Bugfix in Ihr System? Also das sollten Sie, das ist auch nochmal so eine Take-Home-Message von dieser Folie. Über das müssen wir uns ganz viele Gedanken machen in Zukunft. Unsere Systeme werden vernetzt, Automatisierung ist vernetzt. Das bedeutet auch, dass wir uns über dieses Update-Management Gedanken machen sollen. Gut, jetzt mag ich aber zum Ende kommen. Meine letzte Folie ist immer ein bisschen positiver. Sind wir schon da, wie die Kinder auf der Rückbank? Na, wir sind noch nicht da. Es ist viel zu tun. Es gibt viele tolle Dinge. Automatisierungstechnik ist im Umbruch. Es gibt viele tolle neue Sachen. Auch der 1499-Standard. Ich werde dann ein paar Fragen, sind schon sehr spannend. Ich freue mich dann schon auf die Diskussionsrunde. Auch der 1499-Standard. Ich versuche es zumindest als Vorsitzender des Gremiums, hier auch ein bisschen Agilität reinzubringen, dass wir Feedback von unseren Nutzern reinzukriegen. Aber ganz wichtig, das ist nämlich was gerade in Deutschland und in Österreich sehr oft dann gesagt wird, jetzt warten wir mal, bis die Standards fertig sind und dann schauen wir uns das an. Ich fürchte nur, so wie sich die Welt gerade aktuell entwickelt, können wir darauf nicht warten. Das heißt, das ist der Forschungsleiter von Rockwell Automation in Cleveland, Ohio, Dave Wasko, sehr netter Kerl, sehr schlauer Kerl, der hat das gesagt, hat das mal auf LinkedIn gepostet, ich habe mir das gleich gescreenshottet, weil ich das ganz gut finde. Bitte warten Sie nicht, bis alle Standards fertig sind. Es gibt manche Standards, die ich gerade sehe, die werden wahrscheinlich nie fertig werden, weil sie so komplex werden. Und mit diesen neuen IT-Technologien, es ist wichtiger, früh zu beginnen, weil der Wechsel einfacher werden wird, wenn Sie schon mal drinnen sind, als wenn Sie warten, bis alles fertig ist. So, meine Stimme hat durchgehalten, ich bin sehr froh und freue mich jetzt auf die Diskussionen. Wie machen wir das? Bitte gern. Ich würde sagen, wir starten einfach mit den Fragen. Mhm. Ja. Nummer eins, wie begegnet man üblichen Vorurteilen gegenüber Open-Source-Software im industriellen Umfeld? Ich sage einfach, mittlerweile ist im industriellen Umfeld sowieso schon sehr viel Open-Source-Software drin. Ziemlich jede neue Steuerung, die auf meinen Schreibtisch landet, hat einmal als Betriebssystem Linux drinnen. Die Hälfte der Netzwerkprotokolle, die da drinnen sind, basieren auf Open-Source-Implementierungen. Es ist sogar umgekehrt. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass neue Protokolle, neue Innovationen in der Automatisierungstechnik immer dann an Fahrt aufnehmen, wenn es auch eine Open-Source-Implementierung gibt. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, woran das liegt. Ein Punkt ist sicher, dass dann viel, viel mehr Studierende in ihren Bachelor- und Masterarbeiten, in ihren Doktorarbeiten mit dieser Technologie arbeiten. Das ist mir jetzt ganz extrem aufgefallen mit OPCOA. Wir haben uns schon in meiner Zeit an der TU Wien mit OPCOA beschäftigt. Da war es extrem schwierig, irgendwelche Stacks zu kriegen. Man konnte so Demo-Versionen, die eine Stunde auf einem Laptop liefen, was machen. Aber dass man da was für Steuerung kriegt, da musste man tausende Euro zahlen. Für Uni wirklich schwierig. Dann, kurz nachdem ich nach München gekommen bin, gab es ein paar sehr nette Menschen von der RWTH Aachen und vom Fraunhofer IUSB und der TU Dresden. Die haben einen ersten C-Stack Open Source, der konnte noch nicht alles, aber dann ging es BAM. Dann gab es hunderte Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Experimente und dieser Stack ist mittlerweile der offizielle Stack, der auch von der AO SADL, den Open Source Automation Development Labs, weiterentwickelt wird und in vielen, vielen Steuerungen drinsteckt. Es ist sogar so, dass die OSADL, das ist überhaupt ein sehr spannendes Modell, also für wer immer die Frage gestellt hat, sollten Sie sich mal die Homepage anschauen.
Open Source Automation Development Labs ist ein gemeinnütziger Verein in Deutschland, Sitz in Heidelberg, wo Firmen mit ihrem Mitgliedsbeitrag dafür sorgen können, dass Open Source Software für die Industrie nutzbar wird. Und die OSAL ist zum Beispiel rumgegangen und hat gesagt, oder einige Firmen sind auf die OSAL zugegangen, uns fehlt ein Feature in diesem OPCOR-Stack, diesem Open Source OPCOR-Stack. Da hat die OSAL gesagt, schauen wir mal, ob mehr Firmen interessiert sind aus unserem Verein, vielleicht kriegen wir gemeinsam genug Geld zusammen, dass wir dieses Feature implementieren. Und die hatten innerhalb von einer Woche die Firmen zusammen und das Geld. Und dann waren es halt 10 Firmen, da hat jeder einen kleinen Beitrag gezahlt und dann kam das Feature in diesen Open Source Stack rein. Und wir nutzen das jetzt, wir sind jetzt Nutznießer davon, wir konnten jetzt nicht mit Geld unterstützen, wir unterstützen zum Beispiel mit Testleistungen, indem wir das anwenden, probieren und dann schauen, ob es funktioniert. Und da kann ich jetzt, also das ist jetzt aus meiner Erfahrung sagen, Open Source ist eigentlich in der Industrie schon angekommen. Man muss jetzt sehr klar aufpassen, wie die Lizenzen sind. Also es gibt Lizenzen, die haben ein paar Fallstricke, das ist überall so, das ist bei MATLAB nicht anders wie bei, was nehme ich für ein schönes Beispiel, AutoCAD. AutoCAD hat auch sehr spezielle Lizenzbedingungen. Überhaupt die ganze Adobe Suite, da muss man auch genau drüber nachdenken, wie man es macht. Und damit ist für mich jetzt, ob ich jetzt eine kommerzielle Software oder Open Source Software einsetze, von der Abwicklung nicht viel Unterschied. Die Frage beantwortet. Kann IEC 61499 dabei helfen, einen physischen Prozess digital abzubilden bzw. zu simulieren? Ich sage einmal grundsätzlich ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das, wenn ich die Frage richtig verstehe, darf ich fragen, wer es war? Auch. Also wir haben schon kleinere Simulationsmodelle auch in der 1499 gemacht. Würde ich jetzt im ersten Sinn nicht sehen. Was aber ein Vorteil ist, ist, was wir können leichter mit unterschiedlichen Tools uns verbinden. Das heißt, wir können sagen, okay, ich habe jetzt da eine Simulation von meinem Stahlwerk, ich habe hier mein Steuerungsprogramm und ich sage jetzt, das Steuerungsprogramm geht nicht auf die echten IOs, sondern geht jetzt auf die Simulation vom Stahlwerk. Solche Dinge gehen. Oder was wir auch schon gemacht haben, dass wir gesagt haben, da gibt es im Rahmen des Digital Twins aus Deutschland dieses, wie heißt sie wieder, die Asset Administration Shell, Verwaltungsschale ist das deutsche Wort dafür. In der Verwaltungsschale sind für Komponenten Daten hinterlegt. Und wir konnten mit 1499 zeigen, dadurch, dass wir eventbasiert sind, beim Hochfahren der Steuerung sagen, liebe Verwaltungsschale, ich bin Komponente 25, hast du für mich spezielle Konfigurationsparameter? Und damit konnten wir Software generisch machen, zum Beispiel, wenn wir 25 von diesen Komponenten hatten, sagen wir 25 Pumpen, und jede Pumpe wusste, ich bin Pumpe 1, ich bin Pumpe 30, nur durch diese Zahl hat man dann die richtige Verwaltungsschale gekriegt und gesagt, okay, du bist die Pumpe 30, du musst für deine Geschwindigkeiten, für deine Durchflüsse gewisse Grenzen einhalten. Und die Pumpe 1 hat andere Grenzen. Aber das Steuerungsprogramm war gleich. Also es gibt ein paar Vorteile. Ich würde es jetzt aber nicht als Methode sehen, um einen Digital Twin zu bauen. Ganz klar nicht. Es ist eine Modelliersprache, um Abläufe und Steuerungsprogramme zu modellieren. Und das sollte man auch ganz klar sagen. Und das sollte man nur für das. Man sollte oft in der Software Dinge für das benutzen, für was sie gemacht sind. Man kann immer was vergenusszweigeln und da gibt es dieses Hammer-Ding und dann sind alle meine Nägel für den Hammer gemacht. Passiert mir auch manchmal, würde ich aber jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Wie hoch ist der Aufwand, zusätzliche SPS-Hersteller in 4DIRC zu integrieren? Kommt auf die SPS an. Das kann ganz schnell gehen, wenn das Betriebssystem und die SPS ein bisschen dafür gemacht ist. Viele neue Steuerungen sind dafür gemacht. Wir brauchen meistens einen, was brauchen wir? Wir brauchen einen C++-Compiler, also eine Toolchain, um Code für diese CPU, die in dieser Steuerung verbaut ist und das Betriebssystem, was da drinnen ist, zu machen. Und wir brauchen eine Möglichkeit, eigene Programme reinzuspielen.
Und bei den Steuerungen, die Sie gesehen haben, geht es mittlerweile. Es gibt mehr und mehr Steuerungen, die das tun. Wenn es eine Steuerung ist, die sehr nahe von unseren Steuerungen ist, dann ist der Initialaufwand wahrscheinlich nur, die richtigen Compiler-Flags zu setzen, sage ich mal 3 Stunden oder so, 2 Stunden mit ein bisschen Doku lesen. Was dann immer noch ein bisschen aufwendig ist, und da gab es auch irgendwo eine Frage, ist das I/O-System. Das ist immer ein Thema, wo man ein bisschen länger braucht. Sind wir noch auf YouTube? Gut, dann sage ich es trotzdem. Wir bieten einen Support an, dass wir dies gratis machen. Das tun wir dann, wenn wir die Ergebnisse im Rahmen unseres Open-Source-Projektes zur Verfügung stellen dürfen. Und wenn wir Hardware gestellt kriegen, dass wir es auch ausprobieren können, weil sonst funktioniert es eh nicht. Aber wenn das der Fall ist, dann tun wir das gratis, wenn wir genug Zeit dafür. Also das ist ein bisschen mit der Zeit, aber gern machen wir das, weil es sehr spannend ist und mit jeder neuen Steuerung wir auch unser System verbessern. Wie wird Zugriff auf die IOs synchronisiert, also aus mehreren Funktionsblöcken heraus? Ja, das ist einer der Schwachstellen der 1499. Das ist der Punkt, dass die 1499 das IO-Thema ursprünglich nicht so stark auf dem Schirm hat. Man hat es auch gesehen in meinen Folien, wenn man dann nochmal, schaffe ich jetzt das dahin zu gehen, wenn man sich jetzt so das Device-Modell anschaut, dann war hier unten so dieses Prozessinterface. Und ungefähr nochmal so viel Text steht im Standard zum Prozessinterface. Das heißt, da hat man den Implementierern von Zielsystemen, vom Laufzeitsystemen sehr viel Freiheit gelassen. Wir haben hier zuvor ja ein sehr schönes Konzept, wo wir eine parallele Modellierung für die IOs haben, wo wir dann auch diese synchronisieren, dieses Scannen, was ich vorher erzählt habe, auch recht schön abbilden können, weil die meisten IO-Systeme habe ich immer noch das Scannen, wo wir aber dann aus dem Scannen heraus diese Events generieren können und dann auch das Synchronisieren machen. So funktioniert das aktuell in unserem Fall am besten. Das ist so mein Eindruck. Aber da bin ich auch interessiert, wenn Sie Steuerungen bauen, wenn Sie Steuerungsgeräte bauen, wenn Sie IO-Systeme bauen, wenn Sie anwenden an Feedback, wo wir hier den Standard noch verbessern können. Warum springen große Steuerungshersteller bisher nicht auf das Thema auf? Gut so. Ich persönlich finde es sehr gut so, weil die großen Steuerungshersteller oft diese Dinge kaputt machen. Das hat man auch an der 1131 ganz klar gesehen. Aber um das Ganze wieder ein bisschen ernster zu betrachten, die großen Steuerungshersteller haben wenige Vorteile durch diese Norm. Weil die großen Steuerungshersteller, was wollen die tun? Die wollen Ihnen eine Steuerung verkaufen. Ob sie damit jetzt effizienter sind, ob sie einfach zwischen Steuerungen hin und her wechseln können, das Letzte wollen sie schon gar nicht mehr. Deswegen, wenn ich habe jetzt in den letzten 15 Jahren mit Steuerungsherstellern, ich habe auch, sagen wir nicht, mit wem alle zusammengearbeitet, ich habe in den letzten paar Jahren, bin ich mehr und mehr zu Maschinenbauern gegangen, und die finden das Thema sehr, sehr spannend, weil die haben wirklich das Problem. Die Steuerungshersteller, sage ich jetzt ein bisschen flapsig, wissen oft gar nicht, was ihre Kunden wirklich brauchen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Und nachdem ich mit beiden Seiten zusammengearbeitet habe, ist das meine feste Überzeugung. Und es macht mittlerweile auch viel mehr Spaß, gerade für mich als Forscher in dem Bereich, mit den Anwendern der Steuerungsprogrammierung zu reden. Da kriege ich mittlerweile sehr, sehr viel positives Feedback. Die großen Steuerungshersteller tun sich sehr schwer damit, weil sie sehr viel investiert haben in ihre aktuellen Systeme, wo sie viel auch umstellen müssten, theoretisch. Und da kriege ich immer das Feedback, wir wissen ja gar nicht, dass es, unsere Kunden wollen ja kein 1499. Keiner unserer Kunden fragt uns nach 1499. Das liegt auch daran, dass wir als 1499 in den letzten Jahren nicht so toll im Marketing waren. Wir sind halt doch Entwickler und wir wollen coole Dinge machen. Falls jemand in Standardisierungsgremium uns mit Marketing unterstützen will, auch sehr gerne, weil wir einfach mehr darüber reden müssen. Ich mache es jetzt mit meiner sehr subversiven Art, indem ich Vorträge wie das hier mache, um insbesondere mit Anwendern zu sprechen. Und dadurch, dass wir jetzt es gibt nicht nur unsere Open-Source-Lösung, das habe ich vielleicht ein bisschen zu stark herauspositioniert. Ich wollte Ihnen die Open-Source-Lösung Eclipse Vordiag deswegen präsentieren, weil Sie hier mit minimalsten Aufwand, Sie müssen sich 200 Megabyte runterladen und dann können Sie schon testen. Ohne irgendwelche Fallstricke, Häkchen oder Newsletter abonnieren, einfach runterladen,
dann. Und dann können Sie schon mal erste Experimente machen und schauen, was Sie, ob das das Richtige ist für Sie. Deswegen habe ich das hauptsächlich präsentiert. Aber es gibt kommerzielle Hersteller für IEC 61, für 99 Steuerungssoftware genauso. Wir haben einen, der ist gerade vor 2 Jahren von Schneider gekauft aus Österreich, die Firma NXD Control, die sitzen in Leobersdorf. Es gibt ein Startup aus der Schwäbischen Alb, die Automation of Things. Es gibt die Firma, wie heißen sie wieder, ICS Triplex, das Tool heißt Isograph. Die können auch IEC 61 für 99. In Shanghai gibt es ein Startup, wo ich leider Gottes den Namen vergessen habe. Ich glaube auch, es ist irgendwas Chinesisches, die auch eine 1499 Umgebung anbieten. Also es kommt. Vielleicht dazu, ich habe nämlich die eine Folie noch aufgehoben. Ich hätte noch eine Folie für Sie, das ist auch so ein bisschen für die, haben wir noch Fragen? Weil sonst bringe ich diese Frage hier noch. Ist vielleicht dann was für die Pause, weiß ich gar nicht. Ich habe das auf BBC gelesen. Ein sehr schöner Artikel, wie lange es gedauert hat von wir haben Strom, weil wir Kraftwerke haben, wir haben Motoren, Elektromotoren in einer halbwegs vernünftigen Qualität. Oh, du hast mich jetzt off. War, bin wieder da. Wir haben Elektromotoren, vernünftige. Wie lange hat es gedauert, bis der Elektromotor signifikant in der Produktion Fuß fassen konnte und zu einer Produktivitätsverbesserung geführt hat? Das ist so Ihre Hausübung, können Sie nachschauen. Oder wir diskutieren dann in der Pause. Ist ein sehr spannendes Thema, weil die Produktion, wie ich vorher gesagt habe, es gibt viele Bereiche, wo die klassische SPS perfekt ist. Das heißt, warum sollte man das ändern? Es gibt aber Bereiche, wo sich jetzt Maschinendesigns und Rahmenbedingungen ändern, wo dann eine 1499 Vorteile hat. Wir sprechen mit ersten Firmen in dem Bereich, wir arbeiten mit denen auch zusammen, um ihnen zu helfen. Und da macht es dann wirklich spannend. Und vielleicht ist auch das einer der Ansätze, wo man sagt, okay, wir machen jetzt Steuerungstechnik mal ein bisschen anders als die letzten 50 Jahre. Gibt es soweit aus dem Publikum noch Fragen? Dann sage ich mal, doch, haben wir noch. Darf ich das Mikro geben, dann haben wir es. Das Thema Kommunikation zwischen verschiedenen Steuerungen, wenn man jetzt als Hersteller eine Maschine baut und die dann im Maschinenverbund betreibt, wie weit ist die Kommunikation der Events da standardisiert? Bewusst nicht standardisiert, direkt im Standard. Ich habe auch am Anfang gedacht, es gibt im Standard einen nicht normativen Anhang, ich glaube F oder E, ich merke mir, die beiden halte ich nie auseinander, wo geregelt ist, wie man generische Pakete definieren könnte, die so ausschauen. Der Standard hat aber schlauerweise, was ich dann im Nachhinein festgestellt habe, gesagt, wir definieren jetzt nicht ein konkretes Protokoll. Und wenn man bedenkt, der Standard wurde 1993 begonnen, die erste öffentlich verfügbare Version war 2000. 2005 war dann die erste richtige Standardversion da, 2012, 2013 haben wir ein Update gemacht. Das waren jetzt 15 Jahre, da hat sich die Kommunikationswelt komplett auf den Kopf gestellt. Eigentlich seit 2012 kommt richtig OPCOA zum Tragen, deswegen habe ich vorher auch die VDMA-Aktivitäten gemacht, da tun wir ganz viel. Wie kann Kommunikation zwischen Steuerungen ausschauen, auch unabhängig davon, ob 1499 dahinter ist oder nicht. Also im VDMA-Demonstrator waren Codesys-Steuerungen, C-basierte Steuerungen, ich glaube sogar eine KW-Steuerung dahinter, also da war alles drinnen. Und das Protokoll ist ganz ein wichtiges Thema. Da brauchen wir Grundstandardisierung, das stimme ich auch zu. 1499 hat aber bewusst gesagt, das lagern wir in sogenannte Compliance-Profilers aus. Damit kann ich sagen, okay, ich bin Ethernet-basiert, dann nutze ich dieses Compliance-Profile. Ich bin CAN-basiert, dann nutze ich ein anderes Compliance-Profil. Gab einmal Aktivitäten in CAN in Automation, dass wir da was machen, ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen. CAN ist jetzt auch nicht mehr so, naja, es gibt noch viele Bereiche, wo CAN sehr, sehr wichtig ist, gerade im mobilen Maschinenbereich, wie heißt das, Bergbau oder Bagger und dergleichen. Da wäre schon spannend. Ansonsten OPCOA ist ein sehr spannendes Thema und man würde dann für die einzelnen Compliance-Profiles definieren, wo man dann auch Richtlinien macht. Das ist, glaube ich, auch so wie ich es jetzt sehe, nach langem Beobachten, die bessere Vorgehensweise, auch aus Standardisierungssicht.
Frage beantwortet? Ja. Bitte. Ja, wenn es dann sonst keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich sagen, haben wir eine ziemliche Punktlandung erreicht, tatsächlich. Ja. Jetzt, jetzt stecken die aber wirklich aus. Kein Problem. Dann schalte ich mich stumm und gehe aus dem Bild. Nein, du darfst gerne noch bleiben. Ja, ich würde an der Stelle ganz gern auf nochmal sagen, wie geht es weiter. Also auch wir gehen jetzt einmal kurz in die wohlverdiente Weihnachtspause. Weiter geht es dann mit dem Programm nächstes Jahr, das heißt ab 17. Jänner. Und ja, ganz normal, ihr findet das Angebot bei uns auf der Website, beziehungsweise dann unter den Einladungen. Die Anmeldung findet wie immer unter corporate.garage.eu statt. Und ich würde sagen, wir haben jetzt nur ein bisschen Zeit zum Brunchen und in gemütlicher Atmosphäre einfach ein paar offene Fragen vielleicht noch zu beantworten. Dir nochmal einen herzlichen Dank, Alois. Einen herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ein herzliches Danke an die Organisation, die hinterm Tech Brunch steht. Das ganze Team von der Grand Garage. Und ich würde sagen, let's brunch. Danke dir nochmal.